Alright. Gut. Mic check. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Hey. Hey. Hey, sir. Shoo. Shoo. 1, 2. Shoo. Was ist denn die Soundcheck? Es gibt halt so einen Comedian, wo genau das macht, oder? So Soundchecks nachmachen. Wo eigentlich nur für Musiker lustig ist, haben wir so Videos gesehen. Ich kenne einen, der hat aber ein ganzes Band, das oft läuft und der tut dann jedes Instrument danach... Den Soundcheck machen. Ja, danach mimen. Den kenne ich, das ist ein Deutscher. Das ist ein recht lustiges Bild. Ich habe gesehen, das mit dem, einfach mit dem Mikrofon. One, shoo, shoo, was für normale Menschen überhaupt nicht lustig ist. Was nur lustig ist, wenn jeder Tontechniker einfährt und das erst one. Beim Postillon oder Titanic, eins von beidem, hat es einen Artikel gegeben über die schlechteste Festivalband aller Zeiten, wo Soundcheck heisst. Und sie haben einen ganzen Artikel darüber geschrieben, was wirklich so mit so Zuschauerstimmen, die dann irgendwie enttäuscht sind, wo sie sagen, hey, der Sänger sei so unmotiviert gesehen und Text hätte nicht viel Sinn gemacht. Und der Schlagzeuger, der hat eigentlich auch immer nur sehr monoton aufs eine oder aufs andere gehauen. Und wo sie dann endlich mal Beats spielen, hören sie oft auf und gehen. Finde ich aber auch schwierig, wenn du am Festival Soundcheck hast. Kenny. Und dann kommen wir auf die Bühne. Vor allem früher, mittlerweile gehe ich nicht mehr am Festival. Ja. Aber früher, und dann was machst du? Bist du denn schon nicht zu den Leuten? Es hat ja immer Leute. Ja, ja. Bist du denn schon irgendwie nicht zu den Leuten? Bist du denn schon da? Oder weißt, du bist so, als wärst du nicht genau. Da, oder? Und dann ist ja auch, dann ist ja nur so, der Mischer sagt dann, ich mache jetzt eine Minute lang mache ich die Anlage auf. Wir haben eine Minute mit offener Anlage Soundcheck. Und dann spielst du irgendetwas und die Leute denken, was läuft jetzt? Weil du musst ja immer davon ausgehen, sie sind betrunken und bekifft und auf allem anderen Zeug noch. Mhm. Und keine Ahnung, was läuft im Programm her. Und gehen vielleicht wirklich davon aus, das ist jetzt eine Band. Ja, und kommt natürlich auch ein bisschen auf die Zeit drauf an. Also, 11 Uhr morgen. Ist schwierig gerade. ist grundsätzlich schon mal störender, ja. als wenn du am 4 oder am 6. Ja, das stimmt. Mhm. Aber das habe ich früher immer schwierig gefunden. Mittlerweile bin ich wirklich froh, dass ich nicht mehr diesen Soundchecks nicht mehr dabei sein muss. Wissen die Festivals sind es nur noch Line-Checks sowieso, yeah. Weil wir ja mit eigenem Pool kommen. Und ich kann mein Mikrofon auch von hinter dem Vorhang checken, weil ich mir immer verdammt doof vorgekommen bin. Es ist nicht so, ich bin der Star, ich wollte mich noch nicht zeigen, sondern so, was mache ich jetzt? Ja, yeah, logisch. Und dann mit Sonnenbrille und Kapuzenpulli verdammt cool, kannst du ja auch nicht machen. So quasi wirklich inkognito. Aber hast du so eine klassische Routine, wie du das Mic checkst? Sagst du immer das Gleiche? Nein. Aber früher haben der Arzt und ich beide immer einen alten 16er gegrabt. Mhm. Sagen eins, sagen zwei, jeder checkt das Scheiß, ich check's Mic so, wie Studio Serie X sagt, von einem uralten Album von uns. Mhm. Haben wir irgendwann aufgehört. Mein alter Manager hat mal mir nachgemacht, wie ich einen Soundcheck mache. Und dann habe ich angefangen zu checken, dass ich wirklich immer Wort für Wort genau das Gleiche sage. Was sagst du? Weil sonst hätte er also gar nicht gesagt. Sag, was sagst du? Irgendwie so von wegen, so. Das ist etwa die Lautstärke, wo ich rede. Manchmal spitz lauter, manchmal spitz leisiger. Und im Normalfall muss man bei mir noch ein bisschen den Bass ein bisschen rausnehmen. Irgend sowas. Ah. Ja. Aber ich kann es jetzt eben, seit ich es weiss, probiere ich es ein bisschen zu modulieren. Und machst du auch den Pete Schwaber, der ja im Film das erzählt, dass er sagt, es muss einfach zu laut sein. Comedy muss einfach zu laut sein. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Doch, in seinem Film erzählt er das. Wirklich? Es darf nie peinlich sein. Es darf nie so sein, dass die Leute hinten so sind. Was hat er jetzt gesagt? Habe ich es richtig verstanden? Sondern es muss so laut sein, dass alle das so ein bisschen drüber. Es muss so ein bisschen drüber sein, dass es so ein bisschen eine laute Atmosphäre ist. Ja, musst du mal schauen in seinem Film. Habe ich gedacht, du machst das auch. Welcher Film ist das? Es gibt einen Doc über ihn, SRF-Doc. Wann ist die rausgekommen? Vor einem Jahr. Vielleicht. Ohne Scheiß. Ich habe komplett verpasst. Ja,
So geil. Ja, wo er auch sagt, etwas vom Wichtigsten im Leben, was er verpasst hat, sei, dass er nicht demonstrieren gegen das AKW Kaiserangst. Ja. Also so, was hättest du im Leben sollen anders machen? Ja, ja. Ich hätte dort sollen demonstrieren, das wäre voll wichtig gewesen. Finde ich verdammt geil. Ja, da ist noch mehr. Wann ist das rausgekommen? Oktober 22. Oh, geil. Ich weiss, was ich diese Woche noch schaue. Ja, ich finde, es lohnt sich. Es ist deep. Ja. Es ist, ist eh so eine unglaublich geile Sicht. Ich bin mir früher noch nicht sicher gewesen, weil er, wie will ich das jetzt sagen? Ich glaube, manchmal sozial nicht ganz kompatibel ist. Ja. Hast recht das merkst du auch in der Doc. Also hast du gerne allein? Der Großteil vom Film ist er allein. Ja. Und baut seine Plakate auf der Bühne und sein Merchandise und geht das Birchenmüsli kaufen im Mikro vor der Show und isst das allein im Backstage. Das ist das Gegenteil von dem, was ich im Leben wollte. Wirklich, ja, ich das Gegenteil. Ich bewundere es. Das ist krass. Und dann aber, wo ich kennengelernt habe, habe ich gemerkt, das ist einfach der geilste Sicht. Er muss einfach eben, er kann, glaube gern mit jemandem reden, aber so Backstage, drei Leute, das ist ihm zu viel. Ja, weißt, dann zieht er sich eher zurück als etwas anderes. Ja. Und also im Part hier hat er ja irgendwann, hat er sicher 15 Minuten hat er über Musik geredet und dass er sich damit beschäftigt, wie ein Hit wird und was so Regeln sind und so. Und das habe ich fast das Geilste gefunden, dass du einfach mal den Pete Schwaber hörst, über etwas anderes reden. Ja. Und darum muss ich, die Doku muss ich unbedingt. Sehr geil. Und es muss ein bisschen zu laut sein. Okay. Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt auch Theorien, es muss ein bisschen zu leise sein, damit die Leute aufpassen. Mhm. Aber bin ich auch nicht dafür, weil es versaut das Timing. Weil du kannst ja dann nicht in Lachen schon weitermachen. Genau, ja. Das heißt, du musst dann immer abwarten. Genau, das ist der Hauptgrund. Er sagt, es muss halt, die Leute müssen sich getrauen zum Lachen. Man muss es gleich noch verstehen, wenn gelacht wird. Mhm. Das ist schon wichtig. Dann kannst du weiter. Dann kannst du in Lachen drin, dann kannst du in Applaus drin, weil sonst geht es auseinander. Das Schlimmste bei den XXL-Shows, wo sie irgendwie in so einer Lanxess-Arena Köln sind. Und dann kommen die Leute und halt, wenn, keine Ahnung, 18.000 da drinnen hocken oder wie viele sie auch immer sind. Heißt drum XXL-Show? Ja. Yeah. Okay. Dann lachen halt immer so 1.000 bis 2.000. Und viele auf der Bühne, die dann noch nie in so riesen Buden gespielt haben, die warten dann halt auch die Lacher ab. Und dann geht es komplett auseinander. Dann ist es wirklich so, das wäre wie wenn der Song wird langsam spielen, weißt du, weil du das Gefühl hast, wow, sie reagieren mehr. Aber eigentlich solltest du nicht. Solltest du ja schön. Man spielt sie eher schneller. Eben. Ja. Ich glaube, früher, wo man ohne Metronom, ohne Klick gespielt hat, hat sich im Laufe der Tour um 5 bis sogar 10 Minuten verschnellert. Beats per Minute. Wirklich? Verschnellert. Ein Song, ja. Und heute spielen wir halt zum Beispiel mit Klick, dann passiert das nicht mehr. Aber irgendwann kriegst du auch dann das Bedürfnis. Dann sagst du, komm, wir spielen jetzt schneller mit Klick. Ich mach den Klick schneller. Ja, weil vielleicht fängt man sich auch gleich an langweilen selber und finde es geil, wenn es Zug hat und Fürsche geht. Mhm. Ja. Aber der Klick, also das hast du dann im Ohr? Ich höre es fast nicht. In ihr? Jeder hat das anders eingestellt. Aber okay. Ja, das ist eigentlich unser Drummer, löst das aus. Ja. Am Anfang vom Song, eben, es gibt Ausnahmen, Minor zum Beispiel erkennen bei uns, das ist mehr nach Gefühl und so, weil halt der Art Samples abführt, wo in Time sind. Ja. Und der löst das aus und je nach Lautstärke, wir haben einmal eine Probe gehabt und haben aus irgendeinem Grund keinen Mix von dieser Probe können bouncen zum Hören, sondern nur am Kenny, unserem Pianist, seinen Mix. Mhm. Und dort ist einfach nur der Klick drauf. Und dann die ganze Band so, wie schaffst du, Kenny? Weil du hörst ja nie die anderen Mixes, du weißt ja nicht, wie die so eingestellt sind. Yeah. Und irgendwo hinten so das Klavier. Und ist das der ganze Song dann? Die ganze Show lang. Die ganze Show? Bei ihm, ja. Keine Ahnung, wie der bügelt. Gibt es halt die den Klick haben und dann, wenn der Song anfängt, geht der Klick weg? Oder brauchst du den immer? Das kannst du auch machen. Das macht zum Beispiel Simon, wenn er merkt, dass mit Minor zu langsam anfangen, dann gehen dich. Ja. Yeah. Droppt er irgendwann den Klick hin, damit wir wissen, okay, das wäre etwas Tempo, wo man müsste gehen. Aber es gibt auch so Free Parts, wo man ihn ausschaltet und so. Also wir sind nicht eine Band, bei uns laufen keine Spuren mit, nichts, aber es gibt einfach Samples vom Arts, wo halt, er ist schon ein krasser DJ, aber wo er dann live nicht immer kann rechtzeitig noch anpassen als neue Tempo. Darum braucht es Klicks. Was ich aber krass finde, ist die Modernisierung auch von den Live-Konzerten, wo mittlerweile bei, ich sage jetzt, ab mittelgroß,
Hast du irgendwie im Hintergrund hast du noch einen Songtext, der mitlaufen oder hast du irgendwie den passenden Videoclip und dann muss es ja immer genau in diesem Tempo sein. Schiss da. Schon, gell? Schiss da. Ich finde es ein bisschen schade, weil es ist dann so, wo ist jetzt noch so wirklich das Live-Erlebnis? Ich habe gar keinen Bock auf das. Wir haben jetzt wieder diskutiert, weil halt für das Licht, du kannst halt beim Licht kannst krassere Sachen machen. Mhm. Logischerweise, wenn alles mit Timecode läuft. Yeah. Dann kannst du dem Licht sagen, jetzt musst du da in 32. das machen, genau an dieser Stelle und so. Und ich habe jetzt immer auf das verzichtet, weil ich glaube, wir sind eine Band, wo die Menschen kommen, um die Lieder zu hören. Und nicht, um die krasseste Show von ihrem Leben zu sehen. Yeah. Sondern um die Lieder zu hören. Und das finde ich sehr schön. Das würde ich echt gerne behalten, aber dass das es so ist. Das sollte ja eigentlich bei jeder Liveband, also grundsätzlich bei jeder Band und bei jedem Artist live sein. Ich finde auch, ich persönlich bin sehr enttäuscht, wenn es gleich ist wie auf dem Album, und ich bin sehr enttäuscht, wenn ich merke, da passiert jetzt wirklich fast nichts mehr live. Mhm. Und zwar nicht, weil ich den Anspruch habe, dass ich etwas überkomme für mein Geld oder so, sondern weil ich einfach weiss, mit live passiert Magie. Yeah. Also das weißt du auch, ich meine, ich habe jetzt deine Snippets, die du jetzt regelmäßig postest, die verfolge ich, und die Snippets drauf, wo du mit dem Publikum interagierst, ist ja eigentlich dann das Geilste, was passieren kann, weil es halt live ist. Es ist live vergeht nicht mehr als... Ich frage jetzt die auf dem Sofa in der ersten Reihe, warum sie da sind. Sie sind wegen dem Rolf Schmidt da. Yeah. So. Und dann kannst du ja den geilen Scheiß machen, oder? Und das ist so. Der Musik ist das Gleiche. Und sobald du kannst reagieren auf den Vibe im Saal, passieren magische Sachen, sonst nicht. Mhm. Du hast ja manchmal Z-Liste umändern. Das gibt es schon, ja. Also gibt es an den Festivals, gibt es mega oft. Ja. Yeah. So, hey, ich laufe übers Gelände und merke, fuck, es ist irgendwie anders, als ich mir vorgestellt habe, dann können wir das ändern. Jetzt in der Clubtour, lustigerweise haben wir angefangen, immer das gleiche Set zu spielen, und ich fühle mich hure frei dabei, ich brauche keine Setlist mehr. Mhm. Ich weiss, was kommt, ich spüre den Bogen und fange innerhalb, ich meine, das kennst du wahrscheinlich gut, ich fange innerhalb von dem Bogen an, mich so frei fühlen, dass ich auch improvisieren kann. Also ich kann neue Sachen ausprobieren mit Winnie-Sing, lustige Wörter einbauen, die eigentlich nicht im Songtext vorkommen, die Ansprache anfangen zu variieren und so. So, fühle mich hure frei. Weil das denke ich immer so, Bruce Springsteen und diese Sorte, wo wirklich einfach man sagt auf den nächsten Song an. Finde ich auch geil. Das ist mein Ziel für mit bis 42. Sagen wir mit 65. Ich glaube eben auch, wenn du wirklich so eine Body of Work hast, oder? Ja. Dass du dann wirklich einfach irgendwann sagst, okay, jetzt gehen wir raus und einfach so, wie wir es gerade fühlen. Ja. Jetzt machen wir mal das. Und dann schauen wir, wo es angeht. Und dann mein grosser Vorbild, der Paul Hofer, wir haben sicher schon mal über das geredet. Mein grosser Vorbild, der Paul Hofer, der hat ja dann einfach einen Ordner dabei gehabt am Schluss, so in den letzten 5 Jahren, als er auf der Bühne war. So ein Ordner vorne, Peach Weber-mässig eigentlich, wirklich so auf dem Notenständer. Und die Band hat einfach 60 Songs müssen können. Und die 60 Songs waren in dem Ordner gewesen, und er ist wirklich vorne. Hast du gesehen, blättern zwischen den Songs? Oder so am Ende des Songs hat er angefangen zu blättern, weil er wahrscheinlich auch keine Idee hatte, was als nächstes kommen könnte. Ja. Das ist aber schon okay. Und dann hat er den Band gesagt, so einzählen. Und dann musst du ja irgendwie wissen, es gibt dann Gitarristen, die im Fall noch das Tuning verändern. Du kannst verschiedene Tunen oder wo irgendwie ein anderes Instrument braucht und so. Du musst dann verdammt parat sein. Das habe ich aber so geliebt am Chuck Berry. Weil der Chuck Berry, der hat ja, einerseits hat er nur Musik gemacht, ursprünglich wegen Geldgründen, weil er ist eigentlich Molo gesehen. Und irgendwann hat er so nebenbei hat er so in irgendeinem Club oder in einer Bar hat ab und zu gespielt. Nachdem er den Bar gemalt hat zuerst. Ja, genau. Und dann hat er gemerkt, dass er, glaube auf die Woche irgendwie $20 mehr verdient mit Musik. Hm. Und nur darum hat er das dann weitergemacht. Und ich meine, das ist ja das Geile, seine Songs sind zum Teil so einfach, weil er schreibt sie in irgendwie 2 Minuten, aber sie sind auf die Eingänge. So. Und er hat oft immer auf den Stutz geschaut. Und darum hat er dann, wenn er nicht mehr gebucht worden ist, hat er gesagt, ich koste so und so viel. Ich kriege ein First-Class-Ticket, ich komme einfach mit meiner Gitarre im Gepäck und vor Ort auf eure Kosten ist eine Band, die alle meine Songs hat. Und dann müssen sie es zusammenstellen, oder? Und eben der Bruce Springsteen selber ist auch mal in so einer Band gesehen, Anfang 70er, wo er noch nicht der Bruce Springsteen war. Und er hat gesagt, das ist der schlimmste Gig von seinem Leben gesehen. Weil einfach, der Dude ist insane. Dann steht er an und dann sagt er nicht nur eben den und den Song, sondern er sagt dann, auch wenn der sonst in, keine Ahnung, G Minor ist oder so, sagt dann, heute spielen wir, ich habe keine Ahnung von Musik, aber irgendwie, heute spielen wir in A. Und zwar gerade dann, oder einfach so, jetzt kommt irgendwie Rollover Beethoven in A.
3, 2, 1, los. Dann müssen oft alle sofort reagieren. Und da hat, siehst du dann irgendwann, hat er jetzt ein super Konzert gemacht, noch mit dem, weißt du, dabei gesehen, Eric Clapton und Keith Richards. Und auf der Bühne sagt er irgendwie Keith Richards, der nächste Song ist das und das, so und so. Und Keith Richards sagt, fuck off. Und so, nein, vergiss es, das macht man einfach nicht. Ja, verstehe ich. Ich könnte sagen, aber ich check das nicht. Aber wir haben jetzt ja einen Pianist, Kenny, bei uns an Bord, der das so auch könnte. Mhm. Also es gibt natürlich auch, dort gibt es einfach Brains, wo das einfach können. Ja. Yeah. Du könntest auch noch vom Moll in Dur umändern und es wäre easy. Also das check ich nicht. Ich bin ja, ich arbeite über die Ohren, nicht über das Hirn. Ja. Und über den Bauch und nicht über das Hirn. Aber du hast das Zeug ja trotzdem gelernt. Aber schon nur hure beschränkt. Also, yeah. Ich verstehe von dem, was sind so die Gianluca und der Kenny zusammen schwätzen, schon nicht hure viel. Wenn es wirklich deep geht. Ich kann noch so ein bisschen folgen. Ja. Yeah. So, der Arzt ist nämlich schon lange draus. Ich kann noch so ein bisschen folgen, aber es ist mehr so... Den Kopfhörer an, du denkst, und das ist ja das Geile. Das ist ja, darum liebe ich die Menschen ja, wie, yeah, das, wie die Brains sind in diesen Sachen und das können. Hast du Musik unterrichtet? Oder was, für was bist du Lehrer gewesen? Schon Musik, aber an der Sekundarschule. Ja. Yeah. Also ein Instrument und dann jetzt auch nicht auf einer höheren Stufe. Okay. Und dort ist es zum Beispiel darum gegangen, dass man weiss, wer der Chuck Berry ist. Aber nicht, dass man weiss, in welcher Tonart seine Songs geschrieben sind. Ja, ja, ja. So grundsätzliche Sachen. Wie kann ich in 4/4-Takt klopfen? Mhm. Und was wir jetzt auch live immer machen, was ist der wichtigste Tanz in deinem Leben? Nämlich ein einfacher Two-Step, wo du musst können. Ich habe meinen Schülerinnen und Schülern immer gesagt, ich wollte einfach nie jemanden von euch im Ausgang antreffen später und ich stehe einfach an der Bar. Das würde mich hässlich machen. Und es läuft Musik so. Wenn keine Musik läuft, okay, wenn Musik läuft, yeah, so, ich müsste einfach können, den Tanz müssen können. Und es ist ja dann einfach wirklich hin und her, wenigstens im Takt wippen. So. Und das mache ich mittlerweile auch mit dem Publikum mit genau dieser Begründung. Ich sage, hey, look, den Tanz müsst ihr einfach, das müsst ihr können. Das ist das Einfachste, was es gibt. Und ich glaube, alle meine Schülerinnen und Schüler sind rausgekommen und haben dort tanzen können. Und ich hoffe, sie sind jetzt irgendwo im Ausgang. Hast du schon mal ein paar getroffen? Ja, ich habe natürlich einen, wo, der Gian Andrea, der viele Videos macht mit uns. Er war einer meiner Schüler gewesen, und so in seinem Umfeld. Cherlin, die bei Gadget schafft, war eine Schülerin von mir. Also die sind natürlich mittlerweile alle gross und erwachsen und sind auch zum Teil in dem Geschäft, wo ich bin. Ja. Und manchmal treffe ich auch Leute im Ausgang, manchmal erkenne ich es aber auch nicht. So. Ich habe ja irgendwie wahrscheinlich alles in allem 400 verschiedene Schülerinnen und Schüler. Ja, ja, ja. Das ist ja so, pff, okay. Aber das ist ja eh auch im Umgekehrten. Als Schüler hat man das Gefühl, die Person wird sich hundertprozentig an mich erinnern. Das glaube ich, dass du und, das Gefühl hast. Ja. bist du Klassenclown gewesen? Nicht wirklich Klassenclown. Der Conan O'Brien sagt immer, der Klassenclown ist der, der dann im Gefängnis landet. Ja. Also, weißt du, der extra auf irgendwelche, ja, Tische aufsteht, ja, und irgendwie die Uhr, ja, umstellt und all das Zeugs. Nein, ich bin schon, wenn ich die Gelegenheit gekriegt habe, habe ich schon probiert, lustig zu sein. Ich bin einfach ein sehr, sehr schlechter Schüler gewesen, aus Faulheit. Und das hat, glaube ich, alle Lehrpersonen wahnsinnig genervt. Mm. Dass sie so gefunden haben, privat mag ich dich eigentlich. Aber du bist so ein Trottel. Also weißt du, bist so, wieso bist du so blöd? Wieso stellst du dir selber so fest Steinweg? Oder? Das habe ich immer so ein bisschen gespürt. Das war mir auch so gewesen. Und darum ist dann eigentlich, wenn ich jetzt mal jemanden sehe, wo irgendwie mir jetzt Schuhe geben, die freuen sich meistens so. Und wir haben dann meistens einen guten Tag. Aber sie sagen dann auch immer das, sagen so, ja, ich kann dich schon mögen, aber. Gott, ey, wie hast du nach 2 Jahren nicht ein Wort Spanisch können, obwohl du 2 Jahre Spanisch gehabt hast? Weißt? Ja, das klingt. Jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Warum heisst der Podcast Feel Good Podcast? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt ihn schon so lange. Weißt? Du hast sicher am Anfang das erklärt und ich weiß es nicht mehr. Du hast vor Aufnahme hast du gesagt, heute führst du ein Interview mit eben mir. Eben, darum. Das ist meine erste Frage. Das ist schon deine zweite. Warum der Feel Good Podcast heißt? Ist das Ziel, dass dass die Leute sich gut fühlen nachher? B, dass wir uns gut fühlen. C, beides. D, Werbung für dein Programm. Feel Good Comedian. Das ist damals so gesehen. Damals ist im Herbst 2019 bin ich mit Feel Good Comedian auf Tour und habe gefunden, der Feel Good Podcast
passt dazu, ist so wie der Seitenwagen. Das war eigentlich die Idee gewesen. Aber wie so oft viel überlegt, habe ich mir nicht. Sondern es ist einfach der Feelgood-Podcast. Der Seitenwagen hat den TÜV überholt, oder wie? Ich hab, nein. Sondern sie sind jetzt manchmal nicht mehr ganz parallel am Fahren. Ja. So. Ich hab das Gefühl, dass grundsätzlich Comedy und in dem Fall auch der Podcast schon sollte da sein, dass man so im Total dafür sorgt, dass man sich besser fühlt. Also ich fühle mich meistens besser nach einem Podcast. Die Leute sagen es auch meistens, die da gewesen sind. Mhm. Und von den Zuschriften her auch. So. Und es ist nie das Ziel gewesen, dass man jetzt hier irgendwie über tragische Weltgeschehnisse redet. Und was oft missverstanden wird, bei viel gut, habe ich das Gefühl, es ist ja nicht das esoterische, ich mache jetzt ein Business draus, dass du dich besser fühlst, ich habe dir den Shortcut und all das Zeugs, sondern es ist viel mehr, dass wenn man auch ehrlich miteinander redet und Sachen shared, dass das wieder ein Gefühl von Gemeinsamkeit gibt und Gemeinschaft, dass dann Menschen sich auch wieder besser fühlen. Das heisst, auch wenn wir hier jetzt nicht nur mega happy-chappy Shit reden, sondern einfach ehrlich, dass das trotzdem die Verbundenheit gibt. Also, denke ich, geht es ein bisschen um eine Ecke. Es ist nicht einfach nur. Check, ja. Wir blenden alles Negative aus dem Leben aus, sondern vielmehr, wir sind zusammen. Das ist der gleiche Effekt, wie zwei Eltern reden miteinander über ihr Kind und sagen, ist bei dir auch so das. Und dann sagt der andere, ja, bei mir ist das auch. Und dann ist man mega beruhigt, weil man merkt, das eigene Kind ist nicht komplett gestört. Ja. Das andere ist gleich gestört. Absolut. Oder gestört ist normal in dem Fall. So, das wäre schön, wenn die Leute, die das schauen oder hören, dann denken, okay, gestört ist normal. Die zwei sind auch gestört, finde ich gut. Absolut. Gut. Also das ist das Ziel. Und das ist auch auf der Bühne schon immer so gesehen. Oder? Da habe ich immer gemerkt, dass irgendwie das... man hat das Gefühl, man tut jetzt etwas vom Inneren tut man jetzt irgendwie preisgeben. Und dann merkst du, es ist eben nur so lange etwas vom Inneren, bis zwei andere Leute sagen, ich kenne das. Es ist bei mir genau das Gleiche. Es ist jetzt einfach nicht das, was man sagt, wenn man sich Hallo und Tschüss sagt, oder? Ja, total. Ich habe heute eben extra ein fröhliches Jäckchen angezogen. Mega! Ich habe es vorher schon bewundert. Ich war einmal da in Rot und einmal in Grün, aber relativ dunkel. Und heute habe ich gedacht, heute ist Zeit für ein paar Blümchen, ein bisschen rosarot und so. Wo hast du das gekauft? In London, im Secondhand. Geiler Scheiß. Ja. Ich finde es auch geil. Ja. Es ist so ein bisschen kaputt und leicht angegrüselt. Es ist so eins von diesen Secondhand-Sachen, die gerade noch geht. Ich habe schon gedacht, dass es nicht neu produziert worden ist, letztes Jahr. Wäre aber geil. Sondern laufen, sage ich. Sondern früher hat es so Tischdecken gegeben. Genau mit so Muster, oder? Ja, ist schon gut. Nein, ernsthaft? Nein, aber so die 70s Tischdecken. Und Vorhang. Vielleicht ist es aus einem alten Vorhang gefertigt worden. Jetzt hast du gesagt, es ist mein Altersheim. Ist auch geil, ja. Ja. Ich finde, mir gefällt es sehr, gut. Auf jeden Fall. Schön. Ich bin nämlich recht ernst gewesen in den letzten zwei Folgen. Also ich habe es jetzt nicht nochmal geschaut, aber ich habe das Gefühl, ich bin hure ernst gewesen. Hast du dich so gefühlt? Ich gehe manchmal aus Gespräch raus und denke, jetzt habe ich vielleicht... das Gegenüber mehr runtergezogen als etwas anderes. Und das finde ich sehr schade, weil das wäre nie mein Ziel. Also natürlich, Leute, die mir ganz nahe sind, die erleben das ab und zu, wenn es mir halt schlecht geht, aber ich finde eigentlich, öffentlich ist es schön, wenn die Leute sich nachher... Nein, ich finde es auch privat. Du gehst gerade nachts essen zusammen, ist geil, wenn die Leute im Normalfall beide heimgehen und finden, hat jetzt gut da, schön gewesen und nicht, hat mich sehr runtergezogen. Ja. Ja. Das denke ich auch. Aber ich kenn das Ding, wo ich das dritte Solo gemacht habe, habe ich irgendwann Glanz und Gloria Weekend, hat es dort noch geheißen, wo du wirklich, ich glaube 25 oder 30 Minuten am Sonntag, wenn es auch immer läuft, keine Ahnung, 6:30 oder so, dort hockst und One-on-One-Interview hast. Ja, also ja. Es ist wirklich sehr, sehr gute TV-Präsenz, oder? Und dort habe ich halt ein bisschen ein paar Probleme gehabt und das hat sich auch in das Programm reingespielt. Das Programm ist lustig gewesen, aber natürlich, es ist eine Form von der Verarbeitung, oder? Und nachher weiss ich noch, habe ich das irgendwie danach, ich weiß nicht mehr, ob ich es geschaut habe oder vielleicht nur ein Teil,
Und ich gemerkt habe, oh mein Gott, was bist du für ein trauriger Dude, was für so dort hockt, wo Werbung macht für sein Comedy-Programm. Weißt du, wo ich wirklich so gedacht habe, wieso? Und es geht ja nicht darum, dass der voll, yeah, ich bin der super lustige Comedian oder was weiß ich, aber einfach irgendwie so. Also ich denke, das ist wirklich ja, ich glaub, für 20% zu ernst. Es muss schon ein bisschen Schmiss haben, dann, glaube ich, wenn du Werbung machst für das Comedy-Programm. Schmiss, ja, das ist das richtige Wort. Vor allem in einem Format wie Glanz und Gloria. Ja eben, aber es ist natürlich, ist dort auch so ein bisschen drauf aufgebaut, dass man hoffentlich ein bisschen etwas Persönliches erfährt und so, oder? Und ich weiß noch, habe ich gedacht, das ist jetzt, glaube ich, wirklich... Also persönlich ist es dann mehr so... Chance. Hast du Freundin? Ja, genau. Hast du Kind, das man nicht weiss? Hast du irgendjemanden geschwängert aus Versehen? Das ist ja das, was Glanz und Gloria, wenn es um persönlich geht, eigentlich wollte wissen. Oder? Genau. Das sind die persönlichen Fragen. Ja. Und darum verstand ich das extrem, weil ich dann immer so denke, bei so TV-Appearances oder was weiß ich, denke ich so, jetzt bist du nicht so lustig gewesen. Ja. Aber es ist halt auch schwierig, weil du solltest ja dann auch nicht irgendwie einfach Material spielen. Das ist das Schlimmste. Ja, das stimmt, ja. Das war ja, wie wenn du eben so jede zweite Antwort ist noch so eine kurze... Ein Song ziele. Ja. Aber es gibt sicher auch so Leute. Ja. Also darum... Ja. Es ist immer die Frage, was man will. Ja, finde ich geil. Aber das hast du dann voll reflektiert, dass du in den letzten zwei eher ernst gesehen bist? Hey, ich tue schon, ich weiß, es gibt Leute, die machen das gar nicht, aber ich tue schon das Zeug hören und schauen, was ich gemacht habe. Ja. Yeah. Alles eigentlich. Nicht jetzt 50 Mal so. So geil finde ich mich im Fall auch nicht. Aber ich schaue es einmal, weil es mich interessiert, wie ich wirke, aber auch... Wie ich merke, ich erzähle Gespräche manchmal Sachen, die ich selber nicht über mich weiss. Das ist super interessant. Yeah. Und im Gespräch fällt es mir nicht auf, aber nachher beim Schauen, beim Hören, ist so, das ist noch ein interessanter Punkt eigentlich. Da kannst du auch mit dir selber reden. Das hast du gut gesagt, Abu. Das mache ich selbstverständlich manchmal zuhause. Ja. Eher kritisch zwar. Yeah. Das ist geil. Früher habe ich Interview mit mir selber geführt, als ich Teenie war. Bin. Yeah. Habe ich mich immer vorgestellt, ich sage einen schwedischen Star-Produzent und ich habe den neuen Super Smash Hit von den Backstreet Boys produziert und ich werde gerade Interview zu dem Thema. Das zum Beispiel ist etwas, was ich noch nie erzählt habe im Gespräch. Habe mir vorgestellt, ich werde Interview zu dem Thema und das haben so Auskunft gegeben, den Song so, warum wir den Song so und so gemacht haben und was geil ist am Schluss und so und haben mir dann vorgestellt, wie er wird tönen und so, recht lustig. Ja. Und hättest du denn mal so einen Song gegeben? Hast du denn mal wirklich einen kreiert? Ja, natürlich, ja. Ich habe in meiner Gimmick-Klasse haben wir manchmal in der Pause haben wir so Boygroup-Songs, habe ich dann angefangen, so Boygroup-Songs auch schreiben. Dann haben wir die gesungen. So ein bisschen haben wir in der Pause ein bisschen Klavier. Und einen haben wir auch mal aufgenommen. In ganz schlechtem Englisch. So in dem Englisch, wo gegangen ist zu dieser Zeit. Yeah. Und wir haben dann aber aufgenommen. Ja, das ist ja... Wie hat er jetzt geheißen? Ich habe ihn gerade letztens jemandem vorgespielt. Ich weiß es nicht mehr. Und man kann jetzt auch nicht googlen, weil es gibt ihn zum Glück nicht. Unter Verschluss. Außer irgendjemand bricht da in meine Dropbox ein, dann schon. Ich meine, der Dropbox ist alles. It's hard to say I love you. Das ist aber schon sehr Boygroupie. Schön. Ja? Ja. It's hard to say I love you, wo davon handelt, dass jemand natürlich nicht kann sagen, dass er eine Frau liebt. Mhm. Notabene die gleiche Frau, es geht um die gleiche Frau in dem Song wie im Song Angelina. Geht es immer um die gleiche Frau? Nein, es geht nicht immer um die gleiche Frau, aber die Songs, wo so die Zeit behandelt im Dorf, Sek, hat es einfach die Frau gegeben im Dorf, wo, und ich rede über einen Kollegen, und der Kollege hat sich quasi die gleiche Frau verliebt wie ich. Darum hast du müssen sagen, it's hard to say I love you. Nein, ich habe einfach mit ihm mitgefühlt, obwohl er sich in die gleiche Frau verliebt hat. Ja, man kann ja antworten, dass sich... Wenn man eh keine Chance hat. Weißt? Eben, man kann sich antworten für Brüder. Kann man ja eh so, okay, vergiss es. Steht eh nur auf die Eltern, die rauchen. Das war immer das Problem. Okay. Ja. Aber das heisst, die sind offensiv Boygroup-Fans gesehen. Weil ich bin ein bisschen jünger als du, aber nicht viel. Und bei uns ist es ein bisschen gesehen, man hätte es müssen... So öffentlich hätte man es schon ein bisschen so kacke finden. Mhm. Und jetzt aber, wenn eine 90s-Party in einem ist und eben Backstreet Boys kommen, dann siehst du ja jeder am Boden mit den Boygroup-Moves. Ja.
Aber das ist die Qualität da im Fall. Wirklich? Ich meine, so Boygroups wie Bed and Breakfast, die hast du einfach auch nur können scheiße finden. Die kann mich knapp erinnern. Wenn du heute ein Video schaust von Bed and Breakfast, denkst du so, nein, aus irgendeinem Grund haben die es zu nichts gebracht. Und, dümmste Namen. Bands wie aber Take That und wie Backstreet Boys und NSYNC haben nicht auch, also ich meine, du siehst ja, dass aus jeder von diesen Bands einen am Schluss den Laden auseinandergenommen hat. So. Yeah. Und bei den Backstreet Boys zwar nicht, muss man sagen. Backstreet Boys hat es eigentlich niemand geschafft. Das ist noch krass. Aber das war einfach richtig gute Musik. Das war einfach damals schon gute Musik. Und ich war ja DJ im Yugi in Mönchengladbach. Habe dort das immer aufgelegt, weil ich natürlich auch gewusst habe, dass Girls geil findet. Aber weil ich es auch selber geil gefunden habe. Also Never Forget und Back for Good und alles Zeug von vor allem Take That sind einfach riesen Songs. Das stimmt. Also, würde ich meinen, wenn irgendein anderer Mensch die Songs geschrieben hat, zum damaligen Zeitpunkt und veröffentlicht hat, wo quasi cool gewesen wäre, hätte man sie abgefeiert als Meisterwerk, glaube ich, vom Song her. Ja. Aber ein Kollege von mir hat immer gesagt, ein good song ist ein good song ist ein good song. Und das merkst du dann, wenn's, sobald es irgendwie mehr als 3 Covers gibt, wo du sagst, wow, das ist noch geil, dann merkst du, der Song ist einfach gut. Also dann kannst du nichts mehr dran ändern. Vielleicht gefällt dir besser in dieser Version, aber schlussendlich ist es ein guter Song. Funktioniert das so. Yeah. So. Ich weiß noch, wie vielleicht jetzt ein Jahr her oder so, habe ich dann auf einmal gecheckt, dass zu diesen Boygroup-Zeiten in den 90ern es ja noch nie Autotune gegeben hat. Das heisst, du hast ein paar richtige Banger gehabt, aber aus irgendeinem Grund sind meine Freundin und ich bei Spotify immer auf irgendein Album von den Backstreet Boys und da gibt es einen Song, der heisst Spanish Eyes. Und der ist, aber wirklich, der ist so unglaublich schlecht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du hast einfach falsch gesungen. Alles wirklich. Hast so halt die Chibi, so ein bisschen wie dann bei Hero Iglesias und das Zeug, halt einfach mit so einer Spanish Guitar und die alte Beat Machine und irgendein Grundorgelton hinten dran. Hey, und es ist wirklich einfach viel Hall. Aber es klingt wirklich wie so eine Karaoke-Besuch, wo du so denkst, oh, ich glaube, das ist nicht die Bar, wo wir haben wollen gehen. Ja. Sind am Still, oder? Und denkst, du sind schon 30 Kilos zu viel über den Tresen. Shit, ja. Und dort haben sie gemerkt, so, ah shit, die haben ja keine Autotune gehabt. Das heisst, du hast wirklich einfach, du hast müssen sagen, okay, sing du nochmal die Passage. Aber man muss auch sagen, dass sich das Hörverhalten extrem verändert hat. Also die Menschen haben sich daran gewöhnt, das ist auch zum Beispiel live ein rechtes Problem, oder? Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass alles immer in Pitch ist. Ja. Yeah. Und das ist einfach nicht etwas, wo das ist einfach nicht. Menschen sind einfach keine Roboter und das ist auch nicht das Ziel. Es ist auch nicht das Ziel, dass du maximal im Pitch bist. Das Ziel ist, dass du maximale Emotionen zeigst. Yeah. Und dank Melodyne kannst du heute maximale Emotionen zeigen und kannst es nachher noch herpitchen. Das ist natürlich mega geil, aber live ist das wie so. Also du kannst natürlich live das auch machen. Das ist kein Problem mit technisch. Aber dann geht ja etwas verloren. Das ist für mich schon so, es gibt für mich die Szene im Ray Charles Film, wo die eine von diesen Frauen so erst am Klavier und die eine von diesen Frauen kommt so von hinten einher und sagt so, hey Mann Ray, wenn du da spielst und dann singst du den einen die falsche Ton, dann dreh komplett durch. Und das ist so. Und ich bin immer, das soll jetzt nicht meinen eigenen Gesang irgendwie schönreden, aber ich bin immer Fan von Blues-Sängerinnen und Blues-Sängern, also wo auch akzeptieren, dass ein Ton kann nicht ganz in Pitch sein, wenn dafür die Emotion 100%ig stimmt. Und du siehst ja, das ist ja etwas, wo in der Schweiz sehr gut funktioniert. Mit einem Polo, wo das auch nicht, und einem Kuno. Und jo, Bühne, und einer Bühne, das sind ja nicht alle Sänger, die immer in Pitch sagen, um jeden Preis, sondern die Emotion. Ja bei der Summer Stage sind wir zusammen rumgehängt und die haben vorher gespielt und danach hat ich Patent auch noch gesehen. Und wir haben es dort davon gehabt. Wir haben gesagt, hey, es ist einfach ein geiles Live-Erlebnis. Ja. Und zwar wirklich, du spürst es. Das sind alle sind in und alle sind dabei. Und irgendwann haben sie Studien gemacht, auch zum Beispiel das Takt, das ein Problem ist, dass dann irgendwie, wenn es tönt wie ein Schlagzeug und du tust es perfekt anordnen, dass es immer genau auf dem Beat ist, dass das die Leute irritiert und stört. Sondern es braucht die kleine Imperfektion, damit es wieder richtig sich anfühlt. So. Shit, ja. Ja, da habe ich Stunden und Tage und Wochen mit dem verbracht, natürlich. Immer. Yeah. Bis ich gecheckt habe, produzieren ist nicht meins.
weil ich genau nicht Nerven hatte, um dort das Limit zu gehen. Ich spüre das sehr fest, wenn ich Songwrite, vor allem wenn ich Texte, bin ich sehr ready, um die extra Meilen zu gehen. Und ich finde, du musst irgendwie an dem möglichst lange, möglichst fest arbeiten, und merkst, ich bin bereit, um die extra Meilen wirklich zu gehen. Ja, weil man sich sonst zu schnell wird zufrieden geben. So. Und beim Producing bin ich das einfach nicht gewesen. Irgendwann hat es mich angeschissen, das Drum zum 150. Mal umzuschieben, zu merken, ist der Groove noch ein bisschen geiler. So. Mhm. Was er natürlich wird. Und es gibt Leute, die das einfach lieben und Leute, die in dem sehr gut sind. Ja. Und ich habe gelernt, dass ich das eher abgeben muss. Also Leute. Aber hast du das Gefühl, dass es ist beides Musik und es ist beides etwas Kreatives, aber ich glaube, das kreative Brain ist beim Songwriting mehr gefordert als beim anderen eher, ich sage jetzt mal, ein mathematisches Gefühl-Brain. Das ist ein komisches Wort, aber ich... Nein, ich glaube nicht. Aber du brauchst irgendwie... Also ich merke das bei mir, vielleicht kann ich es dann besser erklären, wenn ich zum Beispiel ein Plakatdesign habe, dann kann ich auch eine Stunde, zwei, kann ich dann anfangen, wirklich so nicht einmal Millimeter, sondern weniger als ein Millimeter, dann ich irgendwie nochmal das überschiebe und wieder zurück und ein bisschen rauf und dann schaue ich so. Und am Anfang habe ich das noch mehr gemacht und mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist jetzt, für mich ist das jetzt die Energie, die ich nicht will, für das aufwenden. Weil ich bin der Einzige, der irgendeinen Unterschied könnte sehen und wahrscheinlich bilde ich mir den auch nur ein, weißt? Mhm. Aber es gibt Leute, die genau das machen, und zwar mit Liebe, und dann eben mehrere Stunden sagen, nochmal ein bisschen da. Okay, und jetzt mache ich noch das. Und ich habe dann gemerkt, eben für mich ist der Aufwand wie zu gross. Für andere ist das, glaube ich, eine einfache Brainpower. Ja. Du musst das machen, wo gut in den Flow reinkommst beim Machen. Das schon. Yeah. Ich glaube das schon. Aber ich glaube, jetzt der Gianluca bei uns zum Beispiel, wenn ich dem Kämmerli zuschaue, wenn er am Arbeiten ist, der kommt gut in den Flow bei so Arbeiten. Der kommt sehr geil in den Flow. Und dann passiert das Gleiche, glaube ich, wie wenn es bei mir darum geht, sage ich, will oder wegen in einem Text. Weißt du, oder Nerd-Scheiß. So, irgendwie. Für was hast du entschieden? Je nach Song natürlich. Nein, Wege hat zwei Silben und Will hat eine Silbe. Und je nachdem ist es als ein bisschen mehr funky oder ein bisschen weniger funky, je nachdem, was du brauchst. Ja. Das ist wie bei uns, wenn wir anfangen diskutieren, was ist eine lustige Zahl? Weißt du, wenn du irgendwie bei einem Joke dann halt noch eine Zahl musst nehmen. Und dann geht es einerseits klar um den Wert von, wie fest du übertreibst es, aber dann geht es wirklich darum, eben, was tönt lustiger, weißt? Auch in welchem Dialekt. Bei jemandem tönt irgendwie 27 lustiger und bei jemandem weniger und dann sagst du irgendwie nicht 33. Finde ich zum Beispiel als Basler finde ich recht lustig. Ja. 33. Ja, oder alles mit 1000. 1000? Ich sag 1000. Ja, aber es gibt schon noch Leute, die 1000 sagen. Müsste ich nachschauen. Doch, das gibt es nicht. Ja, ja. Ja. Wie sagst du? 1000. 1000. Ja. Ja, siehst du, müsste jetzt überlegen. Ich müsste das Alt-Basel-Deutsch-Wörterbuch führen. Ja, aber das interessiert mich. 100.000. Ich bin nicht so ein nostalgischer Typ, auch bei Dialekt nicht. Wirklich nicht. Ich finde so Sachen, die nicht mehr gesagt werden, werden nicht mehr gesagt, aus irgendeinem Grund. Yeah. Sprache entwickelt sich ja immer richtig einfach und richtig Verständlichkeit. Ich bin jetzt da überhaupt nicht. Eben, ein Wort wie Nerd zum Beispiel aus dem Englischen ist wie so, sag mal ein Wort auf Deutsch, das dem entspricht, gibt es einfach nicht. Nein, aber wenn es eigentlich gibt. Sprich, aus dem Grund ist Nerd so easy integriert worden wie easy in die Sprache. Sogar das Album so easy genannt. Shit. Yeah. Darum, ich bin nicht jetzt der sagt, ach, ich nehme jetzt das alte zürichdeutsche Wort, aber ich überlege mir einen Moment noch, gibt es ein zürichdeutsches Wort, aus Zürcher Oberländer sogar in meinem Fall, wo dem einigermaßen entspricht und wo ich auch könnte brauchen. Also jetzt das Englische oder das Hochdeutsche zu nehmen. Yeah. Das schon, aber ich würde jetzt nie 1000 sagen, wenn niemand mehr 1000 sagt, ist einfach etwas. Ja, yeah. Ich weiß nicht mal, ob in Basel jemals 1000 gesagt worden ist. Komm jetzt. Ohne Scheiß, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Und sonst weiss es Zeugs. Ich mal mit jetzt, das werden die Leute, jetzt, Leute werden dir antworten und sagen. Wahrscheinlich. Weil ja. Ich habe mit einem Alt-Basel-Deutsch-Papst, sage ich jetzt mal, habe ich Theater gespielt. Und es fickt schon ein bisschen die Hirne. Weil der hat dann einfach mir Sachen sagen und mir einfach korrigieren in gewissen Teilen. Und das Schlimme ist, bis du es nicht gewusst hast, hat es dich nicht interessiert. Aber nachdem du es selber gehört hast, habe ich gemerkt, wenn ich das auf einmal bei anderen Leuten bemerke, ja, dann, dann musst du dich sehr zurücknehmen, dass du nicht auf einmal so eine mega mühsame Klugscheisser wirst. Oder? Ja. Weil da hat man dann erklärt, zu Basel sagt man nicht Türen, was man in Zürich sagt, sondern es sind Türen. Oder? Mhm. Es ist nicht ein schönes Wochenende, sondern es ist ein schönes Wochenende. Und so weiter und so fort. Oder? Und es ist geil gewesen, weil wir haben ja auch im Dialekt gespielt. Und hast dann gekommen und dann hast du die erste Leseprobe und dann hat er gesagt, ich habe ein paar Bemerkungen. Und dann sagt er, okay. Und dann fährt er an. Seite 1. Es ist nicht. So, und dann hat er wirklich auf das Ganze. Und der Regisseur sagt, wir haben keine Zeit für so Scheiß. Du kannst sagen, wie du es willst sagen. Gell? Aber er hat nicht locker gelassen. Er hat wirklich alles Mögliche korrigiert. Ja. Das ist schon wichtig. Das ja, aber das müsstest du immer ein Stück noch machen, wenn es relevant ist für das Stück. Wenn jetzt relevant für es für ihn ist es relevant gewesen, weil er gesagt hat, eben für seine Figur und für seine Rolle. Und er hat gesagt, ja, dann red du so, wie du das für richtig haltest. Eben, aber ich meine, das heisst, würde ich jetzt einen Song schreiben, wo es um Sprache, um alte Sprache geht? Yeah. Oder einen Song, der nur verständlich wird, wenn man irgendwie eine Person redet, die alt ist oder so? Genau. Dann ist es relevant. Aber sonst ja, und das ist, muss ich es einfach machen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Richtig, und das ist dann auch ein bisschen das Problem gewesen, was ich ihm dann probiert zu erklären. Er hat halt irgendwie den alten Dude gespielt. Spielt, eben, wo sehr, sehr auf so etwas geschaut hat. Und ich so, aber ich bin, was bin ich da gesehen? 23 oder so. Und ich so, ich würde jetzt eben nicht sagen, ein schönes Wochenende. Ja. Sonst weißt du, ich bin so ein Inzestkind. Also das willst du ja nicht. Das ist doch so. Ja. Und darum hast du dann eben, ein bisschen schauen, dass vielleicht einmal so ein Wort wie easy drin vorkommt. Ja, finde ich gut. Altes Thema. Ja. Warum hast du wenig geschlafen? Weil ich viel geschafft habe. Wirklich? Ja. Was schaffst du gerade? Also es ist, heute ist der Dienstag nach Ostern. Also man muss vielleicht sagen zu dem Thema, wir sehen uns manchmal sonst, aber jetzt haben wir es ganz lange nicht mehr gesehen. Und du bist überhaupt privat. In dem Pod? Warum bin ich überhaupt im Podcast, ja. Ich habe dir geschrieben, wir haben es schon lange nicht mehr gesehen und wir schaffen es ja sonst nicht. Also es ist wirklich, es hat mal einen Tweet gegeben vom, ich glaube El Hotzo, wo er gesagt hat, Freundschaften bei Dudes über 30 schaffen, sie laden sich gegenseitig im Podcast ein. Ja, aber schön. Schön. Sonst sieht man sich gar nicht mehr. Ah, ja. Du bist über 40 sogar, in meinem Fall. Ja. Ja. Ja? Ja. Du bist, glaube ich, was bist du? 10 Jahre alt? Nein. 42 jetzt. 42. Yes. Du bist noch nicht 10 Jahre alt. Yes. Du wirst auch nie sein. Ja, aber sag mir jetzt, was du geschafft hast. Also, bist müde? Das ist ganz simpel. Heute ist der Dienstag nach Ostern. Und ich bin ganz Ostern weg gewesen. Und ich habe gewusst, es gibt oft so ganz viele Mails und ganz viele Sachen, die sicher wenn und sollten erledigt sein, wenn der Dienstag nach Ostern ist. Ah, okay. Und wir sind gestern aus der Ferien zurückgekommen, alle versorgt, alle wieder daheim, alles wunderbar. Und dann habe ich gefunden, so, und jetzt mache ich das halt einfach so lange, wie es geht. Und das ist gegangen bis 2:30. Spam löschen, alles. Alle diese Spam-Nachrichten. Bei mir ist es ganz schlimm. Darum kommt mir das als erstes. Wirklich? Ich habe fast den Zuguten. Manchmal schreiben mir Leute ein bisschen beleidigt, dass sie sich im Spam gelandet. Und dann muss ich sagen, sorry. Ich finde es geil, wenn ich im Zug irgendwie meine Mails bearbeite. Ja. Und jedes dritte Mail ist irgendeine nackte Frau. Und irgendeine Werbung für Viagra. Und ich. Aber wieso hast du das? Wieso habe ich das nicht? Irgendwie ukrainische Frau und so Zeug. Mhm. Wirklich. Und das ist ja dann, bist ja dann hast du diese Meldung offen und siehst halt alles. Und das ist schon, dass ich schon oft merke, dass die Leute mich auch anschauen, neuerdings. Yeah. Wirklich im Zug. So, seit meine Fernsehpräsenz ein bisschen grösser ist. Dann denke ich schon so, ja, okay, und sie gehen jetzt heim und erzählen, er bucht sich gerade ukrainische Frauen. Finde ich schwierig und trotzdem muss ich Spam irgendwann bearbeiten. Und dann auch immer, ich kann es nicht einfach nur löschen, ich muss ja sagen, es ist Spam, damit es das nächste Mal nicht mehr kommt. Ja. Yeah. Damit der Spamfilter ja leert. Ja. Yeah. Und darum geht es halt ein Zeitchen und darum ist halt ein Zeitchen lang, siehst du die Brüste bei mir in meinem Mail gross im Zug. Aber verhaltest du dich mittlerweile anders, wenn du Zug fährst, als früher? Siehst du das auch? Siehst du das auch als, es klingt blöd, aber ich habe das Gefühl manchmal bei mir, siehst du das auch als
öffentliche Appearance, wie zum Beispiel eben, wenn du in einer Fernsehsendung bist oder so. Man läuft schon ein bisschen bewusster durchs Leben. Ja, also was sich bei mir mega fest verändert hat, nochmal das Jahr mega krass, oder jetzt im letzten Jahr, so muss ich sagen, nicht das Jahr, ist, ich gebe mir Mühe, einigermaßen anständig angezogen zu sein. Ja. Weil der Fall, dass ich unterwegs bin, und ich fahre wirklich ja kein Auto, ich bin ÖV-Lover. Und der Fall, dass ich im ÖV unterwegs bin zum Beispiel und mich kennt gar niemand, den gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist recht krass. Also ich werde eigentlich immer angeschaut und angesprochen und so, was für mich kein Problem ist. Das ist ein Teil von, ich bin Popmusiker, das gehört dazu, ist okay. Aber da überlege ich mir schon einmal mehr so, was ziehe ich jetzt an? Yeah. Und dementsprechend ist auch mein Kleiderschrank ein bisschen eskaliert. Ja, Secondhand London, ja. Knickknack. Ja. Ja, also es ist, das hat sich mega verändert. Sonst passiert es mir immer noch, dass ich irgendwie nasenbögend im Zug fahre und nachher schreibt mir jemand auf Insta, ich habe dich gerade gesehen im Zug und ich denke, shit, habe ich nasenbögt oder ist mir der Spitz runtergelaufen, weil ich eingepennt bin. Das passiert mir immer noch. Das finde ich aber auch okay. Das, es ist halt, ja, was ich dort zum Teil schwierig finde, ist, wenn ich kann verstehen, dass man vielleicht sich nicht traut, jemanden anzusprechen, aber ich finde es so viel creepier, wenn man danach schreibt, hey, ich bin auch im Zug gesehen und habe dich gesehen, eins weiter vorne. Oder weißt du, irgendwie so. Ja. Dann denke ich so, oh, dann kriege ich so das Gefühl von, jetzt fühle ich mich beobachtet. So retrospektiv. Also das Gleiche, wenn sie Fotos schicken aus der Ferne. Weißt, das ist auch krass, ja. Wo du wirklich so denkst, aber also entweder kannst du irgendwie Hallo sagen oder also weißt du, das finde ich manchmal ein bisschen creepy. Ja, aber weil das ist bei mir extrem im Rahmen. Also ja, ich finde auch, warum schreibst du denn, kannst du nicht schnell Sali sagen. Ich schreibe dann einmal zurück, sag nächstes Mal Sali, wenn du mich siehst. Das ist echt so mein Standardspruch. Copy-Paste. Hey. Nein, schon nicht Copy-Paste, nein. Aber so, das finde ich schon noch, finde ich auch sehr angenehm. Ich schwätze auch sehr gerne mit denen, also ich schwätze gerne mit anderen Leuten. Ich habe ja nie das Gefühl, ich sage etwas anderes als die anderen. Ich habe einen anderen Beruf. Und darum schwätze ich extrem gerne mit anderen Leuten. Es ist auch immer Inspiration, ich finde es immer anregend, in den allermeisten Fällen. Ja, ich würde mich nie über das beklagen, wirklich nicht. Aber ja, du hast recht, es ist ein bisschen creepy, weil, wenn man im Nachhinein schreibt, weil man dann nicht weiss, wie man sich verhalten hat. Oder? Haben wir jetzt einen Schritt gelangt oder nicht im Zug? Ich bin mir ganz sicher. wo die ukrainische Frau aufpoppt sind. Ja, genau. Gott, ey. Schon sind wir dort. Schnell eskaliert, gut. Absolut. So, hast du noch eine Frage an mich? Es ist noch nicht so ein Interview. Ich habe wirklich gedacht, heute kommt das harte Interview. Nein, ist nicht so schlimm. Nein, ich habe dich einfach lange nicht gesehen. Erzähl, mit wem bist du denn jetzt? Du bist in der Ferie gewesen. Ja. Mit wem? Mit meiner Freundin, ihrer Tochter und einer Kollegin von ihrer Tochter und noch zwei Freunde von uns, die neu ein Baby, also neu, ein bisschen mehr als ein Jahr, ein Baby haben. Okay. Yes. Stimmt, du bist ja im Haushalt mit Kind jetzt. Mhm. Seit wann eigentlich? Haben wir es so lange nicht gesehen? doch, wir haben es schon gesehen. Jesus Maria, Mutter. Wir haben es schon gesehen seitdem. Mehr als zwei Jahre. Ah. Mehr als zwei Jahre. Okay, aber nicht darum hast du wenig geschlafen? Nein, aber jetzt, weil ich es geschafft habe. Okay. Jetzt, weil ich es geschafft habe. Ja, check. Aber ich habe wirklich probiert, die Ferien zu nutzen, um trotzdem ein paar Tage, also eben nicht, weißt, so jeden Tag noch ein, zwei Stunden auf Sachen erledigen, sondern ich habe am Sonntag, habe ich wirklich einen Nachmittag, habe ich einfach wirklich so Postschüssel machen, Verträge unterschreiben, abschicken, bla bla bla. Und gestern dann allein den ganzen Rest. So. Ja. Yeah. Was hast du gemacht, Ostern? Ja, Eier suchen. Ja. Yeah. Wie immer. Yeah. nein, es hat, die in unserer Familie gibt es wirklich, es gibt etwas, was ich mit meiner Mami mache im Jahr. Einmal. Und das ist Eierfärben am Gründunstig oder Karfreitag oder so. Dann war es Gründunstig. Und dann gibt es einen Osterbrunch bei der Familie. Das war gestern, am Ostermäntig. Und sonst im Fall, ich bin nach Bern zügelt. Wirklich? Und das ist jetzt erst eine Woche her. Und ein bisschen einleben, ein bisschen. Was ist jetzt denn? Ein bisschen. Nein, wohnst du jetzt nicht mehr in der Mestrig? Nein, ich bin ja in dem Taubenschlag, wo ich drin gewohnt habe. Das ist ja. Ich habe dort ja gar nicht gewohnt. Ich habe dort ja mein Büro gewesen, mein Atelier. Und ich habe selbstverständlich auch dort gewohnt. und ich habe gemerkt, im letzten Sommer habe ich gemerkt, dass der Ort leer geschrieben ist.
schon ein spannendes Gefühl. Ja. Yeah. Ich bin sowieso gern, ich habe gerne Veränderung. Ich bin mega, darum bin ich ja nicht so ein nostalgischer Typ. Ich bin immer pro Veränderung. Ich finde immer geil, wenn sich etwas tut im Leben. Und habe im letzten Sommer gemerkt, hey, ich bin zu viel in dem Raum gewesen. Ich bin die ganze Pandemie, also während der Shutdown-Zeit, bin ich einfach dort oben gewesen. Mhm. Und es ist ein toller 85 Quadratmeter Raum gewesen, aber ohne Wände und ohne nichts. Mhm. Also schon Wände gegossen. Aber nicht innerhalb. Ja, und nebenan war das Kochareal. Es ist nicht so selbstverständlich, dass man Wände gegossen Wände innerhalb hat es gehabt, aber ich hatte eben nicht gehabt. Und es ist einfach ein Raum. Und es ist Studio, Bett, alles immer dort. Ja. Yeah. Und es ist sehr künstlerisch gesehen. Und das so easy Album ist ja, das so easy Album schnauft den Geist von dem Raum, von dem All-in-Tabu jetzt, die ganze Seele nach außen tragen, weil gar nicht anders geht, weil ich einfach nur dort mit mir allein bin. Und habe dann nach dem Album bin ich eigentlich in eine relativ grosse Krise gekommen. Nicht eine Krise wie letztes Mal, aber so eine Krise, wie man als Midlife-Crisis bezeichnet, im Normalfall. Mhm. Aber ich orientiere mich da auch gerne an meinem Vorbild, an Paulo Hofer, der gesagt hat, ich habe keine Midlife-Crisis, sondern ich habe Midnight-Crisis. Mhm. Und das kann ich sehr gut nachempfinden, wo einfach ich stehe in der Nacht auf, bin in der Nacht aufgewacht und einfach so nach Mitternacht irgendwann nicht mehr pennen und die Krise gehabt, was passiert jetzt mit meinem Leben, weil ich jetzt das Album gemacht habe, das ich immer wollte. Mhm. Jetzt ist das ist das Ding, das ich machen wollte. Auch sehr enge Freunde von mir haben gesagt, so hast du immer tönen, gell? So. Es ist wirklich so, okay, ankommen, heimkommen, jetzt bin ich da. Jetzt. So, und als Künstler bist du ja so, erfolgsmässig hat es jetzt noch nicht alles gerissen, das Album, was ich mir je gewünscht hätte, aber es war sehr erfolgreich auch gewesen, und die Tour war sehr erfolgreich gewesen, und dann bist du irgendwie, ja, okay, was mache ich jetzt? Und habe dann gemerkt, ich brauche Veränderung. Und etwas vom Ersten, was ich gespürt habe, ist, ich muss aus dem Raum raus. Ja. Yeah. So gerne ich ihn auch kann. Ja. Yeah. Und habe beschlossen, das Winterhalbjahr in den Bergen zu verbringen. Und habe mit Matteo, dem romantischen Sänger, den ich produziert habe, auch, der hat mir eine Wohnung zugespielt in Brigels. In wo? Brigels. Brigels. Das ist im Bündner Oberland, in Surselva. Ja. Auf 1200 und blau Meter mit Skigebiet und so. Das ist ein sehr schöner Ort. Jetzt bist du ja immer irgendwie einen Monat am Stück Skifahren. Ja, ich bin sehr skiaffin. Und man muss jetzt aber gerade vorausschicken, es war ein Skiswinter, was das Thema angeht. Für Ski schon, ja. Für Ski war es wirklich ein Skiswinter. Für Leute, die gerne im Winter sündeln, das war cool. Ich habe dann dort wählen und dann hat in meinem Leben vieles anders gespielt, als ich gedacht hätte. Und bin durch das gar nicht so viel dort oben gewesen. Und bin jetzt wirklich ein halbes Jahr Nomad gewesen, und habe aus meinem Koffer gelebt. So mein Rollkoffer, wo ich auch heute dabei habe, obwohl ich jetzt wieder ein Zuhause habe, weil ich jetzt gerade nach Zermatt gehe, das Zermatt anplagt. Ja, du hast dem Koffer gelebt, mehr oder weniger. Wieder mal auf Brigels gehen waschen und 3 Tage dort. Oder wieder mal eine Session in Brigels mit dem Gianluca oder mit dem Baschi habe ich 2 Mal geschrieben da oben. Das schon, aber sonst so unterwegs, von da nach dort, in Hotels pennen, Airbnbs, schwierig. Und dann in Zürich einfach noch das Nest, also ich habe ein Drittel behalten noch von dem Taubenschlag. Der Rest ist jetzt Büros. Und dann ein Nest dort gehalten. Hättest du jetzt erwartet, oder was? Nein, das Nest dort gehalten und der Flügel. Und der Deal war, ich darf einfach, von 9 bis 9 stört mich niemand. So. Ah, also von 9 am Abend bis 9 am Morgen stört mich niemand. Also ich konnte dort schon gehen pennen, wenn ich in Zürich war. Aber es ist natürlich auch kein Zuhause mehr. Wenn neben das Büro ist, um 9 Uhr kommen, latschen die anderen rein und machen die Excel-Tabellen auf. Und ich bin am Pennen. Auch nicht so geil. Und das war jetzt voll gewesen und das hat mich. Ich habe das hure sexy gefunden am Anfang, auch immer erzählt, ja, weißt, ich bin gerne Nomad. Eben, das cool romantisiert mich ja dann auch, oder? Cool. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn ich den Koffer im Fall noch einmal muss, so einen scheiß Zug drauf lupfen, also die Stege in den oberen Stock, dann drehe ich einfach komplett durch. Ja, das ist also, ich weiß nicht, wenn es bei mir gesehen ist, so Ende Teenie, Anfang 20, ist das ja eigentlich der große Traum. Da habe ich wirklich einmal ernsthaft schauen, könnte ich nur in Hotels leben. So, ich oder Lindenberg-mässig. Ich habe kein fixes Zuhause mehr, sondern vielleicht habe ich neu ein paar Sachen untergestellt, aber hauptsächlich bin ich einfach da und mit jedem Jahr, wo du mehr kriegst, denkst du, wieso will ich überhaupt nicht mehr Hotel sein? Ja. Wieso will ich überhaupt noch in einem Airbnb und all das Zeugs, oder? Und wir haben jetzt das große Glück in der Schweiz, dass es eigentlich immer
je nachdem, wo du wohnst, aber dass du eigentlich immer heimkommst. Also ja. Egal, wo du wohnst, manchmal halt einfach ein bisschen später. So. Ja, das ist krass. Wobei jetzt auch, wir haben jetzt gerade Life is Life gespielt, Rosa Lenzer Heid, und sind 2 Nächte im Hotel gewesen, ja. Band zusammen. Und haben schon gesagt, es wäre wieder mal geil. Oder es wäre mal geil, eine Tour zu spielen, eine längere Tour, wo man halt nur unterwegs ist. So. Nightliner. Ja, oder auch mit Hotel oder so. Yeah. Einfach zum sich ein bisschen mehr spüren. Ja, yeah, ja. Yeah. Das als Randbemerkung, aber ich habe das auch komplett romantisch gefunden und habe wirklich gemerkt, dass das ist jetzt für die Lebensphase, jetzt kommt nichts. Mhm. So, ich muss es zuhause haben und ja, bin jetzt aufgrund von der Liebe auf Bern gezügelt. Wirklich? Oh mein Gott. Voll. Ja. Das heisst, ich habe einiges nicht mitgekriegt. Ich habe einiges nicht mitgekriegt. Kann ich dir aber auch nicht erzählen. also ich kann schon ein paar Sachen erzählen, aber ja, es ist, so ein bisschen, ist wirklich so ein bisschen All-In, ist das Thema gewesen, so ein bisschen, jetzt gehe ich weg von Zürich, ohne zu wissen, wo ich nachher wird sein. Also okay. Ich hatte in dem Winterhalbjahr keinen Plan gehabt. Mich trennt von einer Frau, mit einer neuen Frau eine Beziehung angefangen. Und dann auch, okay, lass uns zusammenziehen, all-in-mässig, wirklich volles Risiko annehmen. Crazy. Obwohl ich aber auch das finde, also ich meine, das ist dann ja auch lustig, oder? Leute, die sagen, jetzt sind wir erst so und so lange zusammen, wieso ziehen wir zusammen? Wo ich immer gesagt habe, hey, du weißt nach 2 Wochen nicht und du weißt nach 3 Jahren nicht, ob Zusammenleben funktioniert. Zusammenleben musst du einfach ausprobieren. Ja. Es ist ja wie so, du gehst an ein WG-Vorgespräch, bewirbst dich für ein WG und es sind alle huere cool, weil du hast nur entspannt Abend, es hat Salznüsschen und Bier und es ist geil. Genau. Und nach 3 Wochen merkst du, hey, fuck, die anderen lassen immer die Unterhose liegen im Bad. Im Fall langsam ist es gut. Am Anfang habe ich es ein bisschen sexy gefunden, aber langsam schießt es mir im Fall an. Und das weißt du nicht bei dem Gespräch. Und das absolut. Gleiche ist ja, wenn du jetzt mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenziehst, kannst du es ja nicht voraussagen, egal wann. Mhm. Und ich kenne auch Leute in meinem Umfeld, die zum Beispiel den Kurator haben und dann gerade zusammengezogen sind, vorher nicht zusammen gewohnt, Kurator zusammengezogen. Und dann gemerkt, shit, das ist ja eine komplett andere Person, als ich vorher erwartet hätte. Also, also das Risiko von Zusammenziehen ist ja schon vorhanden, aber es ist immer gleich gross. Ja. Yeah. Glaube ich. Ja. Yeah. Und ich habe das noch gar nicht gemacht mit einer Frau. Das ist ein Novum für mich, zusammen zu wohnen. Ja. Yeah. Ich bin bis jetzt immer gesehen, ich bin der coole Dude, der muss allein wohnen und so. Und ich brauche meine Freiheit. Und dann habe ich ein Gespräch geführt mit einer Ex-Freundin, mit der ich noch sehr intensiven Kontakt habe. Mhm. Und die hat gesagt, du erzählst das immer, aber das stimmt mir gar nicht. Du bist gar nicht so der einzige Dude. Mhm. Du bist mega viel Gesellschaft und mega viele Leute um dich herum und so. Und ich glaube, das ist für dich kein Problem, um mit jemandem zu wohnen. Und das war dann so ein Ding, so, ja, jetzt lass mich das Risiko nehmen. Und in Bern bin ich noch nie gewesen. Ich hatte wirklich das Glück gehabt, dass ich Frauen hatte in vielen Schweizer Städten. Und das schätze ich sehr. Es klingt jetzt so ist es nicht gemeint. Aber es ist einfach geil, um die Städte kennen. Mhm. Also lernen, intensiv. Mhm. Ja, und jetzt Bern bin ich wirklich noch nie gewesen. Und bin sehr gespannt, was Bern mit mir macht. Ja, und ist jetzt erst zum jetzigen Zeitpunkt ist es eine gute Woche und jetzt muss man schön säuferlich, mein Flügel ist noch nicht nachgerückt, weil der Flügel jetzt transportieren soll, leider krank war. Aber ja, es ist eine Wohnung mit... Es ist eine ganz neue Wohnung oder siehst du dazu? Nein, es ist eine neue Wohnung. Okay. Das war für mich ein Mitgrund, um es gerade wagen jetzt. Yeah. Weil es für sie wie eine Veränderung gegeben hat, wo klar war, sie muss auch weg von dort, wo sie war. Ja. Yeah. Und wir können zusammen neu anfangen. Ja. Yeah. Und jetzt oder nie, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Weil es ist eine geile Wohnung, es ist eine schöne Wohnung, wo sie sich ausgesucht hat, notabene ohne mich. Es war noch nicht klar, dass das passieren wird. Mm-hmm. Dass wir so und dann lass es so uns zusammen, lass jetzt so uns wagen. Nice. Zusammen gehen. Und was jetzt das nächste Ding in meinem Leben ist so, ich muss jetzt den Leuten, den Menschen um mich herum, ein bisschen abgewöhnen, dass ich zu Zürich bin. Weil es ist natürlich alles so, ja, komm schnell. Machen wir schnell eine Session, dann sage ich, ich bin zu Bern, kommst du auf Bern? Und das braucht jetzt glaube ich ein bisschen, weil ich habe nicht vor zu pendeln. So, ich bin ready, um 2 Tage in der Woche so auf Zürich zu gehen. Das wird, auf das wird ich eh müssen, weil Management, Label, Medien, alles, der Podcast wird in Zürich aufgezeichnet, das ist ja alles in Zürich. Yeah. Ist mir schon klar so, aber ich werde probieren, das so auf 2 Tage max in der Woche zu beschränken. Mhm.
Und den Rest halt wirklich zu sagen, kommt auf Bern. Wir sind eine Stunde von Zürich. Mhm. Kommt vorbei. Es gibt auch in Bern gibt's Bier. Es ist sogar ein bisschen günstiger als in Zürich. Und es ist gut. Es gibt gutes Bier. Es hat eine Aare in Bern. Die Leute sind freundlich. Also sind in Zürich auch manchmal. In Bern sind sie freundlicher vielleicht. Ja, kommt. Bern ist, also es klingt so klischiert, aber Bern ist viel entspannter. Ja. Und Ich höre das immer, ich bin jetzt gespannt, was das mit mir macht. Stimmt das auch noch, wenn man ein halbes Jahr dort wohnt? Stimmt das auch noch, wenn man ein Jahr dort wohnt? Ich habe es einfach gemerkt, immer wenn ich mein Kollege, der immer sagt, ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song, wenn ich da mal länger, also länger, ich bin eine Woche da gewesen, aber so vor meinem ersten Solo bin ich eine Woche, habe ich bei ihm gepennt. Hast du damals noch meinen Manager gesehen und hat einfach wirklich, das Hauptteil von seinem Management ist gesehen, mich zu beruhigen. So, weißt du, dann kommst du eine Woche da hin und er hat eben genau gecheckt, warum. Weil der Groove dort ist schon sehr, der kennt viele Leute, oder? Und dann gehst du wirklich sagen, komm, wir gehen ein Sandwich essen. Dann gehst du irgendwie in dieses spezielle Sandwich-Läden und dann läuft oft irgendeiner vorbei mit dem Kinderwagen und sagt, ah, ja, nehmen wir ein Apero. Okay. Und dann hockst du dort, nimmst du Apero und dann läuft nochmal jemand vorbei und dann sagt, ja, wir gehen jetzt dort hin. Ja, also gehen wir mit. Und dann merkst du irgendwie, ah, es ist ein Sommertag und alle Stunden sind rumgekommen, ohne dass du es gemerkt hast. Yeah. Aber richtig entspannt so. Und das spüre ich schon weniger in anderen Orten. Ja. So. Ja, ja. So, dass ich treiben lasse, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt das, eben, am Schluss hängt es ja von Menschen. Aber eben, es ist eine Einstellungssache. Und, ja, ja. Ich bin dann gespannt, wenn ich dann eines Tages je zum vierten Mal daher komme, werde ich es dir erzählen. Nein, ich will es dir natürlich auch privat erzählen, was es mit mir macht. Aber ich finde es geil, für das Künstlerleben auch Risiko zu nehmen, neue Wege zu gehen, mhm. auch sagen, keine Ahnung, was das mit mir macht. Yeah. Der Leidenschaft zu folgen, habe ich zu fest gemacht. Ja, auch die Sachen zu erleben, die andere nicht erleben können, weil es einen anderen Job hat, der das nicht zulässt. Ja, yeah. Ist okay, wenn man kann sagen, ich ziehe oft auf die Bahn. Den anderen Menschen dann davon zu erzählen, das ist auch, finde ich, immer eine schöne Aufgabe für einen Künstler oder eine Künstlerin. Yeah. Ja, habe ich alles nicht gewusst. Ich gratuliere. Sehr gut. Nein, also, was will man sonst, was will man sonst sagen? Ich meine es ernsthaft. Weil ja, ich kenne die Situation. Mhm. Also so ist es ja nicht. Mhm. Ich kenne genau die Situation. Ja. Ich weiß, du bist auch der Leidenschaft gefunden. Ja. Ja. Und ich persönlich hat mir dort gewünscht ist ein falsches Wort, aber hat mich gefreut, wenn jemand gesagt hat, ich gratuliere, darum habe ich das jetzt gesagt. Danke vielmals, das bedeutet mir etwas. Nein, wirklich. Ja. Nein, wirklich. Ich kenne das auch, es ist auch, wenn man sich trennt von einem Mensch, ist ja immer auch Sachen, wo, also betrifft das ganze Umfeld immer auch, das darf man nicht vergessen. Ja. Der Mensch ist nachher weg für das ganze Umfeld mhm. und ist vorher da gewesen. Und man wird, also ich bin auch heftig kritisiert worden für das, was ich gemacht habe, zum Beispiel. Mhm. Und es gibt Situationen, wo ich mir genau das gewünscht hätte. Das ist präsent, geil, gratulieren. Mhm. Schön folgst du im Herz, schön gehst du der Leidenschaft nach. Yeah. Auch wenn ich gewisse Teile von dieser Kritik durchaus nachvollziehen kann und auch verstehen und so. Weißt du, es ist nicht, aber ich find geil, zum jemandem mal sagen, mal. Gratulieren. Es ist wie wenn ich den Menschen gratuliere, wenn sie sagen, ich gehe in die Ferien. Es ist ja früher so im Band-Kontext, wenn der Arzt gesagt hat, ich gehe in die Ferien, ist immer so gewesen, warum musst du jetzt schon wieder in die Ferien und dann können wir keine Shows spielen und so. Mhm. Und ich finde, das ist echt so dumm. Das Einzige, was eigentlich kannst du sagen, wenn einer sagt, ich gehe in die Ferien, ist geil. Und nicht, oh, jetzt ist schon, in der Schweiz ist schon, jetzt ist schon in der Ferien, jetzt bist du yeah. gar gewesen. Ich sage, hey, ja, aber das ist doch scheißegal. Mach immer Ferien. Nimm so viele Wochen, wie du kannst im Leben. Yeah. Geh in die Ferien, gönn dir. Yeah. Gönn dir wirklich hart. Und habe ich angefangen, den Menschen einfach zu sagen, gratulieren. Geil, geniess es. Mhm. So das ist dumm, nicht? Ja, aber es ist ja genau das. Also es geht ja genau um das. Und logischerweise ist das im Herz folgen, eben, ist in dem Fall, wenn man vorher in einer anderen Beziehung ist, ist mit ein negativen Ton so blöd, aber ist halt auch wirklich mit ja, Schmerzen verbunden. Bei einem selber, wo man anderen zufügt, eben, und auch der Impact, den es dann irgendwie hat. Und dort
merkt man auch, dass darf man nicht wegblenden. Aber trotzdem hat es ja einen Grund gegeben, warum man es gemacht hat. Und eben, ich konzentriere mich lieber auf den nachträglich gesehen. Oder? Das andere hat Verarbeitung gebraucht und hat auch alle Punkte gebraucht, die man dort erledigt, sozusagen. Aber der Grund, warum, ist so viel stärker als alles andere. Ja. Also bei mir ist es damals so gesehen, dass ich gesagt habe, es gab 1000 Gründe zum Zusammenbleiben. Aber es gibt den einen Grund, warum nicht. Und der ist so viel stärker als alles andere. Oder? Ja. Hast du für mich auch privat ein super Learning gewesen, für mich, um auch zu merken, ich muss den Menschen, also weil ich das erwartet hätte von Leuten und es ist zum Teil nicht passiert, dass Freundinnen und Freunde, Familienmitglieder einfach fragen, und jetzt erzähl mir Geschichte dazu. Mhm. Warum hast du es gemacht? Was ist Geschichte? Mhm. Bevor man irgendetwas sagt. Yeah. Bevor man sagt, wieso hast du das gemacht? Mhm. So, was ja eigentlich die gleiche Frage ist, aber natürlich mit einem Vorwurf verknüpft. Yeah. Einfach so, okay, hocken wir her und erzähl mir Geschichte. Mhm. Und ich fälle mein Urteil nachher. Yeah. Und das war für mich auch ein Learning, wo ich mir vorgenommen habe, so zu reagieren auf so Sachen bei Leuten. Und nicht gerade zu sagen, spinnst du? So, sondern wirklich zu sagen, hey, okay, erzähl mir schnell. Yeah. Was ist alles passiert in deiner, zum Beispiel jetzt in deiner alten Beziehung, dass es so weit gekommen ist? Was ist mit dieser neuen Person, damit es so weit gekommen ist? Vielleicht, und probieren zu verstehen, nachvollziehen, was abgeht. Ja, hure wichtig. Ich glaube auch, es ist dann, sehr oft ist ein komisches, wie will ich sagen, ein komisches Anti-Projizieren. Es ist eben nicht Projizieren, sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Man will dann unbedingt anders reagieren, wie, weiß ich noch, bei irgendwie Leuten, die ich kenne, die ähnliche Geschichten erlebt haben. Und dort ist für sie dann okay so, aber wenn es dann bei einem anderen passiert, dann sind sie sehr schnell drin zu sagen, eben, du hast es falsch gemacht. Also was auch immer, weißt du? Hey. Und es ist dann auch so wieder ein bisschen Selbstschutz. So. Ja, natürlich. Und es ist wie in vielen Bereichen im Leben, ist immer einfacher, effektiv die Geschichte zuzukennen, als nur ein Halbfakt. Weil vorher habe ich nur lustig gefunden, wo du gesagt hast, du musst jetzt Leute daran gewöhnen, dass du nicht mehr in Zürich bist. Habe ich dann gemerkt, ich habe ja eh noch ein WG-Zimmer in Zürich und das ist bei einer guten Kollegin gesehen, die über 50 ist. So. Und gleichzeitig ist meine Freundin halt in Zürich. Und dann habe ich gemerkt, wie zu Basel dann irgendwann die Leute das Gefühl hatten, so quasi das All-In-Ding. Der wohnt jetzt in Zürich, irgendwie in einem Zimmer mit seiner Freundin. Weißt du, es wird dann alles so, misskonstruiert. Und Leute zu Basel, ich wohne ja noch zu Basel, aber ich kenne viele Leute zu Basel, die immer noch das Gefühl haben, ich bin nicht mehr zu Basel. Sie sehen mich zwar zu Basel, und zwar immer wieder, und dann sagen sie, ja, bist gerade da. Gehst du heute noch auf Zürich? Und also du wohnst an beiden Orten, immer noch? Ja. Aber bei gewissen denke ich so, ich lasse ihm glauben, dass ich gar nicht mehr zu Basel bin. Wie oft bist du in Basel effektiv? Hey, es ist wirklich, ich würde sagen, so. Das ist jetzt ein Tropfen. Ich merke, es tut mir geiles Wasser. Es ist noch schwierig zu sagen. Ich würde sagen, momentan ist es wirklich plus minus 50-50. Und im Sommer ist es ein bisschen mehr Basel. Weil wenn ich weniger Gigs habe und mehr Freizeit, dann bin ich schon sehr gerne am Rhein. Verstehe ich. Ja. Und also Basel hat grundsätzlich mehr Grünflächen. Der See ist natürlich mega geil in Zürich, aber grundsätzlich... Der See ist immer weit weg. Oder? Ja. Von dort, wo man wohnt. Ist immer weit weg. Ja, und ich wohne gerade am Rhein. Also weißt du, es ist so... Ja, check it. Ich finde den Rhein auch cool. Kielbox. Schön gesagt. Gell? Ja. Wenn sie leer ist, gehst du einfach daheim. Killbox ist ja so ein Wort, wo man als Zürcher schnell überlegen muss. Ich meine, redet von so einer Box mit so einem Revolver drin, um jemanden umbringen? Ja, eine Killbox. Oder ist es... Eine Kielbox. Ja, ich weiß, danke. Aber das ist das gleiche Problem, das ich habe, wenn ich vom Blick rede. Weil wenn ich Blick sage, meine ich im Normalfall, meine ich Zeitung. Ja. Aber die Leute meinen die Musiker. Ja. Aber das sagt es gibt ein Intro auf dem Album von ihm, wo er sagt, der Rapper, der gleich heißt wie die grösste Tageszeitung von der Schweiz. Wirklich? Ja.
Also es ist offensichtlich ist ihm das öfters passiert okay. in seinem Leben. Weil ich habe gemerkt, es gibt dann zum Teil komische Reaktionen, oder? Bis sie es checken. Ja. Also weißt du, ja, verstehe ich, eben der Blick hat ja gesagt, oder? Und dann hat sie so, was? Ist das ein Rassist? Und ich so, also Zeitung. Ah, okay. Ja. Schön. Drum, das ist die klassische kleine Dialektproblem. So. Okay, wie sind wir jetzt drauf gekommen, dass du auf Bern gezogen bist? Dort jetzt angefangen und dann ist der ganze Rest dazugekommen. Ja, voilà. Jetzt bin ich in Bern. Wegen dem Koffer? Weil du irgendwie nicht mit dieser Wohnung bist. Die hat sich kreativ ausgelebt. Du lebst nur noch aus dem Koffer bis vor einer Woche, wo jetzt der Koffer wieder da ist. Ja, aber jetzt gehe ich aus einem Ort, wo ich bin, gehe ich 3 Tage an ein Musikfestival auf Zermatt. Ja. Das ist etwas komplett anderes natürlich. Zermatt unplugged. Ja. Schon geil. Ja, ist mega geil. Ja, ja, das ist jetzt mein Leben und wir produzieren jetzt das nächste Album in Zürich. Das ist klar, in einem Studio in Zürich. Und ich habe noch ein Studio in Zürich. Ich habe die Bass gibt es noch. Aber ich bin dort nicht mehr gleich fest involviert wie auch schon. Weil ich habe mir auch ein mobiles Setup gekauft, bin unterwegs, arbeite unterwegs. Ich finde das gerade mega geil. Und arbeite vor allem zu Bern. Yeah. Das ist jetzt mein Ziel. Aber das neue Album wird ja nicht Berndeutsch. Nein, das ist ja etwas, was man nie im Leben darfst machen in der Schweiz. Also du kannst ja das Peinlichste, ich glaube, das Allerpeinlichste, was ich in meiner Karriere machen könnte, wäre, glaube ich, probieren, Berndeutsch zu singen. Also ich musste es machen, für das Manimatter, wir haben einen Manimatter-Cover gemacht. Yeah. Und du darfst einen Manimatter nur in Berndeutsch coveren. Es gibt ja strenge Regeln und eine Regel davon war, es muss Berndeutsch sein. Mhm. Dann probiere ich natürlich, das Berndeutsch zu singen, aber das wäre sehr peinlich, wenn ich jetzt würde probieren. Ja, es ist schon peinlich, wenn ich probiere, gleich viel Prosecco zu trinken wie der Pollhofer. Ich muss nicht auch noch probieren, Berndeutsch zu singen wie er. Es kommt nicht gut. Also bei beiden Sachen, glaube ich, kommt es nicht gut. Gewisse Leute in meinem Umfeld sind schon so in letzter Zeit so gewesen. Viel Prosecco. Ja. Aber es ist auch wirklich geil, ein Freund, der mir geschrieben hat, ich sehe dich auf den Socials ein viel mit einem Glas in der Hand, geht es dir gut, schaust du dir. Habe ich sehr geil gefunden. Ah, wirklich? Mega geil gefunden. Aber es geht mir gut, ich schaue mir. Aber es war eine wilde Zeit, es war ein ultra wilder Winter. All-in-Winter, wirklich. Ja. Gianluca hat gesagt, es war ein Namotini für den Winter. So. Irgendwie. habe ich sehr genossen, hat mir sehr gut getan. Es war geil, das auch wirklich auszuleben. Und jetzt fängt wieder etwas Neues an. So. Ja. Schon geil. Mega. Ja. Und ich habe mir das auch immer gewünscht. Ich habe mir das ja, also, ich bin ja immer, ich strebe immer nach Veränderung und bin auch, wenn ich in einer langen glücklichen Beziehung bin, strebe ich gleich nach Veränderung und wünsche mir gleich Veränderung. Das ist komisch, aber es ist einfach so. Ja, ich weiß noch, es ist mir vorher eingefallen, wie du irgendwie, ich glaube, du hast sogar im Podcast mir mal erzählt, dass das immer so der Ding war, ich gehe schnell eine Zigarette holen. So, das war der Joke. Gewesen. Und das vielleicht irgendwann wirklich einfach nicht mehr kommst, quasi. Also es war als Witz gewesen, oder? Aber ich weiß ja, wie oft auf den Witz irgendwie noch etwas hinter dran mitschwingt. Oder? Ja, wirklich? Ja. Ja, das schwingt natürlich immer etwas mit. Ja. Und es ist auch spannend, wie Leute aus meinem näheren Umfeld, wo ich nicht so fest mitgenommen auf die Reise, die bei mir abgegangen ist. So, das sind ja auch das ist das Learning so. Nimmt die Leute mit in deinem Umfeld mit auf die Reise, die bei dir abgeht. Also so, was über Leister geht, auch wenn du in einer Beziehung bist mit einem Menschen, so, das dürfen deine Freundinnen und Freunde dürfen das ja eigentlich wissen, was läuft. Shit, jetzt habe ich huere den Faden verloren. Jetzt ist ganz schlimm, das ist jetzt der Prosecco, den ich den ganzen Winter getrunken habe. Das ist ganz schlimm. Wo bin ich gewesen? Wo sind wir gewesen? Sag schnell, Joel. Zigaretten holen. Was? Das ist dich auch gewesen. Wegen dem Witz, wo etwas Wahres dran hat. Ja, nein, dann haben die Freunde von mir natürlich gesagt, ja, aber wir haben dein Album gelost. Wir haben schon gewusst, wo du bist. Yeah. Das habe ich krass gefunden. Also vor allem eine gute Freundin von mir, ich habe von deinem Album gelost. Das ist für mich nicht so überraschend gekommen, was da passiert. Und das ist natürlich 100% wahr, ja. Ja, ich finde dort
finde ich halt immer spannend. Das kann man in der Musik kann man das noch ein bisschen mehr. Du kannst ja eigentlich mit jedem Song kannst du die Persona ändern, oder? Mhm. Das heißt eigentlich in jedem Song kannst du sagen, das bin jetzt ich oder das ist ein 12-jähriger Bub. Oder, keine Ahnung. Das ist das Divertimento-Comedy-Modell eigentlich. Du verkleidest dich und kommst irgendeiner anderen Figur. Das ist das Gegenteil von dem, was du machst, oder? Genau. Im Comedy-Bereich. Genau. Du bist echt dich. Und du kannst eigentlich immer die Erzählperspektive wechseln. Ja. Du kannst auch von außen, hast du auch ein paar Songs, dass du über jemanden singen aus der Beobachterperspektive. Und darum. Ich bin aber ganz schlecht in dem. Übrigens. Ja, ich find, sie ist schön. Aber auch dort erzähle ich aus ich. Ja. Und ich finde es huere schwierig, Songs zu schreiben, die nicht ein Ich haben. Ja, aber ich weiß. Also der Bull hat das viel gemacht. Yeah. So, das kannst du machen. Du hast eine Geschichte erzählen von zwei Menschen. Aber ich scheitere nur schon daran, wie heißen die zwei Menschen. Mhm. Ganz, ganz schwierig. Mhm. Mega, mega schwierig. Und die Leute, die ich das schon, für mich ist schon klar, ich rede jetzt nicht von mir. Mhm. Aber das Publikum, das habe ich müssen lernen und das verstehe ich auch. Das Publikum, wenn ich sage, ist es da, wo er redet. Ja. Yeah. Sogar wenn ich aus einer Frauenperspektive zum Beispiel rede oder so, was ich auch machen kann. Das ist der Tabu, wo er redet. Und sie lesen das auf mich, was natürlich auch absolut korrekt ist. Yeah. Ja. Ja, aber in dem Sinne ist es gleich wie wenn du auf der Bühne bist, oder? Ja, aber darum, als ich die Album gehört habe, habe ich zum Teil ich schon gedacht, ja, okay, es hat irgendwie mit dir zu tun, aber oft tut man ja kreativ eben einfach Sachen verarbeiten, aber nicht unbedingt gerade aktuelle. Das merke ich oft. Also weißt du, dass ich gern etwas auf der Bühne behandle, wenn es für mich wie eigentlich abgeschlossen ist. Mm. In meiner Verarbeitung. Mm. Dann kann ich es wirklich auf die Bühne tun. Und wahrscheinlich ist der ganze Prozess ein Teil, dass es auf die Bühne kommt. Mm. Oder? Und darum denke ich dann so, okay, das kann ja aber gleich auch sein, so hast du dich gefühlt mit, keine Ahnung, 15. So hast du dich gefühlt mit 25, so hast du dich gefühlt mit 35. Mm. Aber es ist nicht die jetzige Zustand. Das gibt es schon auch, aber ich habe jetzt in dieser ganzen Phase gemerkt, ich bin ein hoher Impulsmensch auch. Ich finde es krass. Also auch wenn ich die Sachen in mir gären, mega, mega lang und dann impulsartig ausbrechen und also es ist nicht so jähzornig, aber so eben so Entscheid, so heavy Entscheid, wie sich zu trennen oder so Sachen. Yeah. Dann gleich sehr impulsartig aufbrechen. Und ich glaube, ich bin auch ein impulsartiger Songwriter. Ich glaube, ich bin jetzt nicht, oder ich bin noch nie am Punkt gewesen, zum Glück auch, wo ich in meiner Vergangenheit wühlen musste, was gibt es für Stories. Also auch Angelina, die ja aus der Vergangenheit erzählt, ist ja entstanden, weil ich einfach zu wenig Platz hatte auf einer Matratze mit einer Frau. Mhm. Und einfach gemerkt habe, okay, aufeinander geht es auf dieser Matratze, aber nebenan nicht. Mhm. Und aus dem ist ja die ganze Songidee entstanden. Und ich habe jetzt noch nie müssen wühlen in der Vergangenheit zum Idee, sondern es ist so, baff, ich erlebe das, ich wollte über das jetzt erzählen. Mhm. Und natürlich, bis es rauskommt, das ist ähnlich wie bei dir. Ist ja dann, also ich bin jetzt zu drei Viertel durch mit dem Schreibprozess. Für das Album, das jetzt im Jahr rauskommt. Mhm. Also es ist natürlich bis es ist es eh lang her und abgeschlossen und so. Yeah. Und ich bin auch froh auf der Bühne, wenn es nicht die ganze Zeit aufbricht. Mhm. Aber manchmal ist es auch noch gut, wenn es aufbricht als Musiker, finde ich. Hättest du kreativ gesehen, hättest du gerne manchmal einen schnelleren Weg von innen bis nach außen? Weil das merke ich, ist ein grosser Vorteil. Ich habe über meine Training kann ich können auf der Bühne damals bei Open Mics. Weißt du nicht, das ist jetzt Teil von meinem großen Auftritt, wo der irgendwie 40 Stutz dafür zahlt. Sondern einfach, ja, ich bin jetzt auf einer fucking Europalette auf meinem Hinterhof, oder? Und in dem Moment kann ich 2 Minuten darüber reden und habe irgendwie 3 gute Jokes, wo ich merke, eben wenn ich dann so weit bin, vielleicht mal an einem späteren Zeitpunkt, wenn das alles durch ist, für mich im Kopf, was ich jetzt momentan so sehe, für das nächste Programm etc. Dann habe ich schon mal ein bisschen etwas, weil eben es ist in dem Moment entstanden und es ist mega wichtig. Aber trotzdem habe ich es von mir hier innen direkt können auf die Bühne bringen innerhalb von einem halben Tag oder sogar spontan. Mache ich aber natürlich auch.
Ja. Das Writing ist ja. Also es gibt jetzt Songskizzen, wo ich am Arbeiten bin, wo das grundsätzliche Writing innerhalb von, auch wieder in dem Fall, 2 Stunden vorbei war. Ja. Dann habe ich sie als erstes mal, ist ja der erste Teil vom künstlerischen Akt ist ja passiert. Mhm. Bis ich es nachher spiele, manchmal wäre es geil, also was ich sehr gerne würde, wäre so, ich habe einen Song geschrieben und würde ihn gerne sehr vielen Leuten zeigen. Also ich habe ein grosses Mitteilungsbedürfnis. Mhm. Ich würde sehr gerne gelobt und casualet und auch sehr gerne mit Leuten sagen, das ist jetzt aber geil. Da wo jetzt ist aber etwas Geiles gemacht. Und mir passiert das natürlich auch, dass ich dann, wenn ich betrunken bin, auf dem Heimweg von einer Show im Bandbus ein Demo zeige, wo ich das eigentlich normalerweise gar nicht machen will. Mhm. Um einfach das Feedback zu kriegen, das ich natürlich suche, das schneller ist. Ja. Doch, das hätte ich schon gerne manchmal schneller. Ja. Yeah. Aber das Geschäft ist einfach langsam, aber wir können natürlich auch, wir können spontan sagen, jetzt, das können wir ja heutzutage so. Ich release jetzt heute geschrieben, nächsten Freitag hochladen, in 2 Wochen online. Mhm. So, das könntest du ja. Mhm. Voll. Sind wir jetzt nie eine Band für das? Wir sind immer eine Band gewesen, wo für Qualität steht, für langfristig, für gut ausdenkte Texte mit Hirn. Mhm. So, und das ist ja manchmal auch gut, gibt es noch eine Runde mehr. Weil für die Leute ist es ja nachher immer noch frisch, wenn es kommt. Für die Leute ist es ja neu und frisch. Ja, yeah, ja. Yeah. Und für im Fall die Personen, die es betrifft, also das ist jetzt im Moment auch wieder so, natürlich betrifft es jetzt ja, viele Lyrics betreffen die beiden Frauen. Und für die Personen, die es betrifft, ist glaube ich auch gut, gibt es ein bisschen Abstand. Ja. Yeah. Und sieht man sich vielleicht vorher mal noch beim Bier und redet über ein paar Sachen. Ja, ja, ja. Ist vielleicht schon okay auch. Also, ich habe nie ein Ziel, möglichst viel Scherben zu hinterlassen im Leben. Mhm. Das ist wirklich nicht mein Ziel. Ja. Yeah. Und das finde ich auch noch angenehm, jetzt zum Wissen, okay, jetzt geht jetzt nochmal ein Zeitchen. Und alle haben noch ein bisschen Zeit, dass sich das alles noch ein bisschen setzt und so. Yeah. Ja. Aber es ist ultra inspirierend natürlich. Ist auch sehr fies, finde ich. Als Künstler ist ja schon so, oder als Künstlerin ist dann schon, für andere Leute sind gewisse Ereignisse im Leben einfach nur Scheiße, wie Trennung. Nur Scheiße. Und als Künstler, ich schäme mich manchmal fast zu sagen, ist es ja so, yes. Jetzt geht es wieder los. Es ist schon noch krass, weißt du? Inspiration, gib, komm. Und es ist ultra, also das ist natürlich eben, das ist so voll egoistisch denkt in dem Moment, aber es ist wie das Licht, das halt ist, sagt, okay, dort gehe ich jetzt her. Es ist aber ja auch behauptlich ein Verarbeitungsmechanismus. Mhm. Also weißt du, es ist ja wirklich mit der Zeit merkst, dass du das wirklich so ganz tief in deinem Leben einfach hast verankern, dass du halt eben auch denkst, egal was Schlechtes passiert, denkst, eben, vielleicht kann ich es kreativ nutzen. Oder? Das heisst, irgendwann hast du so eine grundsätzlich eben romantisierend, könnte man sagen, ich sehe es eher als positiv, eine positive Ansicht auf die Sachen. Ja. So, wie es hoffentlich die alle sollten und alle könnten. Glaube ich, ist das bei uns also zuerst ein bisschen die Ausrede, bis es halt wirklich zu so einem automatischen Mechanismus wird. Und schlimm wird es nur, wenn ich merke, habe ich auch schon gesehen bei Leuten, dass sie extra, wenn irgendeinem Schmerz oder etwas Schlimmes erleben, damit wieder etwas kommt. Also weißt, ich hatte zum Beispiel auch früher das Gefühl gehabt, ich muss unglücklich sein, damit ich Lust habe. Also weißt, so. Das heißt, wenn du merkst, dass es anfängt, dich hindern in deinem Leben, dann ist es eigentlich wieder kacke. Aber ich merke auch, wenn ich zum Beispiel, wenn ich trotz viel gut bla bla bla, wenn ich gern hässig bin, aber das mittlerweile, ja, aber das wirst du mittlerweile channeln auf Comedy. Ja. Früher bin ich fucking Choleriker gesehen und so Zeugs. Ja. Ganz, ganz schlimm. Ja. Und dort habe ich ja gewusst, eben, das will ich nicht sein. Aber jetzt merke ich, wenn ich mal wirklich hässig bin, weißt du, wirklich so, denke ich so. Das ist schon gute Energie, ja? Ja, ich habe das Gefühl, du kannst jetzt etwas richtig Gutes tun. Ja, weißt du? Ja. Und das hätte ich früher noch nie gehabt. Aber das wäre ich, ja. Ich verstehe, ich, ja. Ich wäre nie, natürlich, ich würde nie im Leben hätte ich mich jetzt getrennt von einer Frau, um wieder mal etwas erleben, was ich darüber Song geschrieben habe. Weil das Geile ist ja auch... Shit, ich habe jetzt das Album, das ich immer geschrieben habe. Jetzt ist gut. Nein, zum Beispiel ein Song wie Liebe passiert, wo ja genau das beschreibt von, du bist in einer Beziehung, beide sind in einer Beziehung und du triffst dich und es
wow, die Spannung ist in der Luft. Was ja genau, ich habe extrem viele so Songs geschrieben, Angelina ist auch so ein Song. Es ist ja immer, die Spannung ist in der Luft und eigentlich wollte ich ausbrechen aus dieser Beziehung, aber ich mache es gleich nicht. Oder ich mache es vielleicht gleich, sage ich das. Da kann natürlich, da kann der Grossteil der Leute in Beziehungen andocken. Also es ist nicht, ich schreibe wahrscheinlich nicht die einfachen, verständlichen Songs, wenn ich in einer Krise bin. Weil die allermeisten Leute in der Schweiz sind ja so, ich bin in einer Paarbeziehung und es ist okay. Es ist zwar nicht das Geist, was ihr gebt, aber es ist okay. Und überlegt sich vielleicht schon einmal, ich würde gerne ausbrechen, aber macht es nicht, weil es ist warm und es ist gemütlich. Und wenn ich aus dieser Perspektive kann schreiben kann, schreibe ich auch etwas, wo mich mit den Leuten verbindet. Also es ist nicht nur Thank You Pain, wie es Lied vom Seven heisst, es ist nicht nur immer über Schmerz schreiben und so. Und ich bin auch manchmal dankbar für Schmerz in gewissen kreativen Situationen, aber in dieser gewisse Langweile, negativ gesagt, aber in der gewissen Genügsamkeit, die auch ist, zum Teil, liegt ja auch Spannung. Und über das habe ich jetzt auch sehr lange schreiben und es war auch geil gewesen. Also ich brauche jetzt nicht immer den Ausbruch vom Vulkan, um ein bisschen warm zu haben in meinem Textbüro. Das ist auch okay. Nein, so. ich glaube nicht, dass es das muss sein, im Sinne von, man braucht das. Aber wie du sagst, wenn mal etwas passiert, ist genau das Denken. Ist etwas verdammt Schönes. Ich muss mir überlegen, ich bin so, was machen Menschen, die das nicht haben? Ich mache mir wirklich Sorgen um Menschen, die das nicht haben, weil ich weiss, wie es bei mir wäre, wenn ich es nicht hätte. Ja. Dann können in dem Moment sagen, also ja, ich meine, es ist wirklich am Abend von der Trennung bin ich allein zu Briggels gewesen, allein. Allein. In diesem Bergdorf, in dieser Hütte. Also nein, es ist eine schöne Wohnung, aber dort. Und ich werde komplett durchgedreht. Aber ich bin das Klavier und einen Song geschrieben. Das ist schon sehr krass. Und ich weiss, dass ich das kann. Ich weiss, dass ich immer den Weg habe aus so Situationen. Und bin sehr dankbar für das. Und ich glaube darum, habe ich gerade kürzlich wieder jemandem geraten, egal was du machst in deinem Leben, such dir etwas Kreatives, auch wenn es nur für dich selber ist, weißt, aber einfach irgendetwas Kreatives, wo du darauf kannst zurückgreifen, wenn auch immer. Also eben, sei es Tagebuch schreiben, ist auch etwas Kreatives. Oder? Ist schon etwas Gutes, Tagebuch schreiben. Ja, und malen und auch basteln, also weißt, wirklich einfach irgendetwas, wo dir Spass macht und es muss nicht gut sein, es muss nicht für andere Leute sein, aber einfach so viele Menschen, eigentlich alle, sind ja irgendwie in Kindheit kreativ und irgendwann verlieren sie es in Teenie-Zeiten oder sie haben etwas Bestimmtes, wo sie beibehalten. Aber wenn sie es verlieren, heisst es nicht, dass es für immer weg ist, aber sie müssen aktiv halt irgendetwas machen, um das wieder zu haben, weil wenn du dann irgendwie den und den Job hast, wo jetzt nicht der Kreativste ist und dann machst du noch Sport und das ist alles gut. Das ist auch für irgendeine Hirnhälfte oder für irgendein Hirnviertel ist das perfekt. Aber das eine kleine Ding am anderen Ende vom Hirn, das muss irgendwie stimuliert werden. Und für mich ist das auch die beste Verarbeitung, weil ich schreibe dann, keine Ahnung, mir irgendwelche Ideen auf und mittlerweile schreibe ich nicht mal mehr ganze Sätze, aber halt einfach so weit Gedankengang. Und dann schaue ich die irgendwann wieder an und finde so, das haben wir gesehen. Und was ich spannend finde, weil du vorher mal erzählt hast mit, du schaust, wenn du jetzt zum Beispiel im Interview bist, schaust du das, oder? Ich habe einmal, das habe ich sonst nie mehr gemacht, ich habe einmal eins geschaut von mir, und zwar wirklich so 7 Jahre später. Und dann habe ich gemerkt, das ist auch spannend, das ist ein mega Zeitdokument. Also es ist eigentlich, du checkst dann auf einmal wieder, krass, weißt du, du sagst dann etwas und dann denkst du so, darum habe ich das gesagt, weißt du, und es ist dann eigentlich eben auch wie Tagebuch 4. Also wir haben eigentlich das Glück, so schlimm es auch ist, sich selber zu sehen und dann zu cringen und zu sagen, fuck, was bist du wieder für ein Trottel gesehen, hilft es, wenn du wirklich eben drauf los ist, was du sagst, so wie du gesagt hast, ich sage Sachen, die ich selber noch nicht gewusst habe, habe ich das gemerkt, wenn ich etwas Altes von mir schaue. Weil zum Beispiel, dort habe ich gerade angefangen mit Stand-up, wirklich eine Woche nachdem ich die Premiere hatte. Und ich habe so heftig die ganze Zeit gesagt, es ist ein Job wie jeden anderen. Und ich habe das etwa 7 Mal gesagt in dem Interview. Und ich dachte, wieso? Das war eigentlich immer dein Traum gewesen. Und dann habe ich gemerkt, wie eben in dem Moment, ich das selber, ich will es wie noch nicht ganz
ja. Weißt du, so zulassen nach außen, sondern ich will jetzt eigentlich cool wirken. Und es ist mega absurd, wie du dann merkst, in was für eine Situation gerade gesehen ist. Oder? Ja, da kann man, gut, kann man sich gut schämen für alte Sachen. Das sowieso. Würde ich aber eh nie, ich würd das mit dem Job würde ich nie im Leben behaupten. Aber habe ich natürlich auch gemacht. Aber es ist wie so die Leute, die einen Traumjob haben. Was ich finde meinen wirklich einen Traumjob. Ich bin so privilegiert, ich bin so dankbar, dass ich das machen darf, was ich mache. Und dann nachher findest du schreiben, a day at the office, wenn sie auf der Bühne stehen. Nein, Mann, es ist kein Büro. Es ist wirklich kein Büro. Es ist eine Beleidigung für die Leute, die keine andere Möglichkeit haben, als einfach immer ins Büro zu gehen. So, es ist kein Büro. Du hast das fucking Glück, dass du vor einem vollen Saal darfst spielen am Abend oder auch vor einem halbleeren Saal, aber im, oder einem halbvollen, wie man dann würde sagen. Sag nicht, das ist das Office. Oder irgendwie Ski. Ich als natürlich Ski, ich folge all diesen Skirennfahrerinnen und Skirennfahrern. Und die da mega oft, oder? Sind irgendwie im Sommer auf dem Gletscher am Skifahren und die hat ein Office. Es ist geniesses, dass du, weißt du, das ist ein mega Privileg. Darum, das würde ich nie machen. Voll. Nee, aber ich weiß, wenn ich es dort wirklich so extra. Ich verstehe das. Ich habe das erst Zeit lang so wollen betonen. Und wir sind ja in einem Land, wo man das immer wieder muss betonen, dass es ein Job ist und dass man viel schafft. Das habe ich auch aufgehört. Ich sage nicht mehr, ich lerne den Leuten nicht mehr, wie viel ich schaffe. Also dann checken das halt nicht. Das ist einfach okay. Das ist okay. Lass einfach meine Musik, ist einfach gut. Ich habe noch immer das Bedürfnis gehabt. Ja, aber im Fall in einer Produktionsphase arbeite ich jeden Tag so und so viel und es ist im Fall hure streng. Ja, von, weißt du, was schlimm ist? Wenn man das anfängt, dann wirkt man ja viel, wie will ich das? Ich finde nicht das richtige Wort. Verzweifelter. Wahrscheinlich. Weißt du, man will eigentlich umso mehr eben zeigen, dass man viel schafft. Das ist am Schluss scheißegal. Das Ergebnis ist ja in deinem Fall, du hast ein mega geiles Album. Interessiert mich, ob du in einem halben Tag das alles geschrieben und aufgenommen hast, was sehr unrealistisch ist, oder ob gewisse Sachen über Jahre in dir braut haben und danach hat es eben impulsiv rausgekommen. Mich interessiert es als die Kollegin, weißt du, aber grundsätzlich mega gut. Auch dort, gratuliere, Mann. Eben, mega gut. Gratuliere zu deinem Job, ist wirklich geil. Was? Ich habe mir so neu so nicht gedacht. Vielleicht. Ich rede mal weiter. Ich habe schon Events gehabt, also weißt, es gibt gewisse Auftritte, wo ich danach jemandem sage, das ist jetzt Arbeit gewesen. So. Ja, das ist das, wenn wir sagen, take the money and run. Ja. Was wir sagen, das gibt es schon. Und zwar, auch wenn es mein absoluter Traumjob, nein, eben nicht mehr als das, ist meine Berufung, meine Bestimmung für mich persönlich und ich mache das, was ich über alles liebe, gibt es halt so jemanden, wo du sagst, okay, das ist jetzt mehr Arbeit gesehen. Ja. Und trotzdem denke ich dann immer, es ist geiler als der beste Tag, den ich in irgendeinem anderen eben wirklich Job hatte. Ja, wobei das auch das ist ja sehr despektierlich gegenüber den anderen Jobs. Für mich? Für dich, hat, ja genau. Das ist die wichtige Einschränkung. Also für mich ist das Beste, was ich machen kann. Weil ich vorher gesagt habe, ich komme in diesem Beruf am häufigsten in einen Flow-Zustand. Und ich merke, spüre das. Das ist das, was ich machen muss. Und ich mache mir mit dem auch offensichtlich Leute irgendwie glücklich am Abend. Und das ist offensichtlich meine Aufgabe in diesem System und in dieser Gesellschaft, das zu machen. Oder? Genau. Aber eben, genauso gut kann mir jemand sagen, wenn ich das und das mache und das passiert in meinem Beruf, dann ist das für mich das absolut Geilste. Voilà. Und ich meine das überhaupt nicht wartend, sondern ich weiss für mich, es gibt ja Leute, die dann zu mir kommen und sagen, es war für mich die schlimmste Vorstellung ever. Mega viel Leute, oder? Vor Leuten irgendwie stehen und probieren lustig zu sein. Und dort sage ich dann eben, umgekehrt ist für mich, was du machst, was du toll findest, ist für mich die schlimmste Vorstellung ever. Also es ist, das ist nicht wartend gemeint, sondern das Schöne ist, so sind Individuen und so sind alle unterschiedlich. Ich habe nur wieder ein paar ärgerliche Anfragen müssen beantworten. Ärgerliche Anfragen? Von Leuten, die einfach sagen, es macht dir ja Spass, das zu machen, was du machst, also kommst du für 100 Stutz. Das kannst du wahrscheinlich auch. Und dann ist meine einzige, also weißt du, so,
also dann sage ich zuerst meine Gage oder mein Management sagt Gage, mhm, und dann ist die Reaktion auf das, ist eben, ja, aber es macht dir ja Spass, du machst, mhm, es ja gern. Mhm. Und dann ist wirklich meine einzige Reaktion auf das, ist, ey, such dir einfach etwas, was du gerne machst. Mhm. Also weißt du, wir sind in der Schweiz, wir haben praktisch Vollbeschäftigung, mhm, im Moment. Es ist die Arbeitslosenquote ultra tief, 2,%. Mhm. Such dir einfach einen Job, den du auch gerne machst. Yeah. Das kann man in diesem Land krasserweise für viele Leute wirklich sagen. Natürlich gibt es Leute, die die Chance nicht haben, das ist mir bewusst und so. Aber viele Leute in dem Land kann man das eigentlich sagen. Also nur, dass ich den Job gerne mache, heisst ja noch nicht, dass ich kein Geld dabei verdiene. Nein, und vor allem was ich spannend finde im künstlerischen Bereich ist, es wird eben immer vom Budget abhängig gemacht. Aber wenn ich jetzt will, mein Bad renovieren lassen, dann wird es nicht vom Budget abhängig gemacht. Also, sondern dann kommt irgendjemand und sagt, okay, man müsste das und das und das machen, das kostet so viel. Und meistens kostet es dann sogar noch mehr. Ja, immer auch. Genau. Ja. Und bei uns ist so, ja, aber weißt du, wir haben halt nur das eben und du hast es ja gern und was auch immer das Argument sind, wir können nicht viel bieten. Und so, jo, dann könnt ihr wahrscheinlich auch nicht viel haben. Also weißt du, es ist eine sehr, sehr dumme Diskussion, die man dann zum Teil führt, aber mir hat es wirklich geholfen, wo mal eine Kollegin, die eine Agentur betreibt, gesagt hat, eben, es ist nicht budgetabhängig, sondern es ist wirklich arbeitsabhängig. Ja. Und es hat einfach einen gewissen Wert. Und wir in der Comedy haben zum Glück mittlerweile sehr, sehr gute Austausch untereinander, dass wirklich sich so ein Marktwert hat davon definieren, sehr klar irgendwie, wie will man sagen, einteilbar ist. Und das hilft mega. Das hilft mega. Mhm. Und bei der Musik habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen weniger so. Also, du kannst, also einerseits ist das Feld grösser und andererseits du hast dann sicher jemanden, der sagt, ich komme für 100 Stutz, wo nicht sollte kommen für 100 Stutz. Ja, natürlich, das hast du, aber du hast komplett recht, dann ist die Qualität auch nicht gleich. Also das ist halt einfach so. Ja. Yeah. Das ist auch bei uns so. Also am Schluss für 100 Stutz kommt niemand an einen Geburtstag, wo wirklich etwas reisst im Musikbusiness. Mhm. Das geht einfach nicht, das Nein. machst du nicht. Und dann soll jemand anders kommen, das ist für mich dann okay. Also yeah, yeah. Ich sage niemand darf nicht für 100 Stutz, ich meine, mit meinen alten Bands, CO2, Swing Beza, Ass Mob, bin ich jahrelang für kein Geld gespielt. Und yeah. Das war auch gut gewesen, und das war yeah. okay. Ich bin auch nichts wert gewesen, ganz mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Also ich bin auch schlecht gewesen. Weißt, das war auch mein Lehrplatz gewesen. Und die yeah. Leute haben mir auch geholfen zu lehren. Und so. Das ist alles völlig okay. Darum, ich finde auch, wenn junge Künstlerinnen und Künstler für 100 Stutz gehen an einen Geburtstag spielen, ja, machen das, lehren das. So. Mhm. Aber irgendwann bist du ja schon am Punkt, wo du findest, das machen wir jetzt schon nicht mehr. Yeah. Einfach auch, weil wir haben mehr verdient als das. Yeah. Wir haben zu lang uns zu fest mit dem beschäftigt und zu viel erreicht. Mhm. So. Ja. Ja, unbedingt. Ja. Jetzt nur noch fette Gage. Mega Nein, gut. Natürlich nicht immer. Nein, natürlich nicht immer. Nein. Wir haben zum Beispiel im Winter haben wir eine Tour gespielt, wo wir alles in Venues gespielt haben, wo wir noch nie gewesen sind. Mhm. Also die einzige Prämisse war, wir gehen einfach in Venues, wo wir noch nie gewesen sind, was uns in Kreuzkeller in Herzogenbuchsee geführt hat zum Beispiel. Yes. Kapazität, die du auch kennst, 180 yes. Leute. Mhm. Stehend. Mhm. Ist logisch, dass wir dort nicht eine Gage überkommen, die unsere ganze Crew finanziert. Ja. Das geht einfach nicht. Mhm. Trotzdem sind wir mit der ganzen Crew hingefahren, weil wir gefunden haben, das ist ja genau der Gag von dieser Tour. Mhm. Und wir wollen ja auch nach wie vor Neues erleben. Und wir wollen nicht zum 27. Mal am gleichen Ort spielen, sondern wir wollen zu den Leuten gehen, wir wollen ihnen etwas Neues zeigen. Auch. Dann ist es Teil vom Gag. Und es geht uns überhaupt nicht nur um fette Gage. Mhm. Sondern dann machst du eben genau so etwas und es ist geil. Und so. Mhm. Aber am Schluss ist es... Ist es auch eine Firma, die Andi und ich führen? Auch wenn es ein Traumjob ist, ist es eine Firma und irgendwann musst du Geld verdienen, um die Leute zu zahlen, die bügeln. So. Voll. Und das ist, ich glaube, der Firmenaspekt ist etwas, wo viele zu wenig beachten. Und da geht's, eben, es geht überhaupt nicht drum. Ist aber auch geil. Das ist Popmusik, du willst ja auch. Ich habe mich auch nie darum geschert, wie ist ein Polo seine Firma aufgebaut. Mhm. Und ich bin sogar auch interessiert in diesem Bereich. Mhm. Sondern ich wollte wissen, wie ist der neue Song und wann kommt er in meine Stadt spielen. Ja.
Und was hat er für eine Sonnenbrille an? Mhm. So das Zeug. Mhm. Und wie viel Prosecco trinkt er? Ja, natürlich. Als Fan, auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn man selber anfängt, man muss irgendwie, habe ich auch den Sport gelernt. Oder? Man muss irgendwie, auch in diesem Bereich, muss man lernen und muss machen. Und sonst wirst du immer verarscht. Das ist schon mal ein Hauptteil. Wird bei euch genau das Gleiche sein, wenn irgendeine mega hippie Eventagentur kommt, wo du ein grosses Event auf die Beine stellt und du bist ein ganz kleiner Teil von diesem Event, wirst du zu 100% verarscht. Zu 100%. Und mit ein bisschen mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Zeit und all dem Zeugs merkst du dann auch dort. Und da geht es eben dann nicht mal um die private Anfrage vom Geburtstag, sondern es geht dann um im Business. Und dort fährt es an. Mhm. Und dann geht es weiter mit, aha, ja, also eben, wenn jetzt, haben wir ja schon darüber geredet, wenn jetzt nicht jeden Monat genau das gleiche Einkommen hast. Das hast du gerade letztes zurückfragen. Hast du genug Geld? Hey, manchmal. Auf und ab. Manchmal nicht. Bei mir auch, ja, immer noch. Natürlich. Also Covid ist noch leicht spürbar, aber das ist ja auch immer jetzt verzögert. Weil es ist für das 2020 und für das 2021 ist es irgendwie gegangen. Ja. Und weil es irgendwie gegangen ist, zieht das jetzt ein bisschen hinten rein, oder? Mhm. Weil gewisse Sachen kommen dann halt ein bisschen nachträglich und so weiter und so fort. Aber so wie es jetzt eben läuft, weiß ich, es kommt sehr gut. Also, das ist eben genau das. Nur weil jetzt irgendwie ein Monat ein bisschen weniger gekommen ist und dafür nachher der Monat ein bisschen mehr, kann man das mittlerweile besser planen, dass ich eben merke, vor allem seit Covid, in dieser ganzen Covid so 2020, habe ich wirklich so ein komplettes Reassessment können machen, weil man hat Zeit gehabt. Oder? Hast du Altersvorsorge? Hast du Altersvorsorge? Nicht wirklich. Nein. Ja, das ist etwas, wo ich finde, muss man die Leute auch mal wissen, wie es einfach läuft. Das ist einfach realistisch, ja? Ja, hast du eine? Ich habe eine. Ja? Ja, dritte Säule, Mann. Also es ist ja wirklich einfach so, dass wir haben keine Pensionskasse. Mhm. Und ich sage immer, meine Leute... Also ich habe zwar ein bisschen etwas in der Pensionskasse. Ja. Das von früher. Mhm. Ja, das ist bei mir auch. Es gibt bei mir auch noch irgendwas für ein Zügigkeitskonto mit ein bisschen Geld. Mhm. Ja, aber es ist einfach auch etwas, wo... Ich meine, ich bin 42, Leute um mich herum haben 3A, 3B, ein fettes Haus, weiss nicht was. Mhm. Und ich habe meine Lieder. Mhm. Und ich schätze das und liebe das und ich liebe meine Lieder. Und ich sage aber wirklich immer, meine Lieder sind meine Altersvorsorge. Und das muss funktionieren. Das ist ein riesen Wett, den ich abgeschlossen habe aufs Leben, dass es funktioniert. Und ich habe jetzt eine kleine 3A, wo ich ein bisschen etwas einzahle, wo vorig ist. Mhm. Es gibt so jedes Jahr gibt's ein bisschen etwas vorig, aber es ist immer noch... Ja, also ich meine, Angelina muss in 20 Jahren auch noch ein bisschen etwas abwerfen. Oder in 30. Oder, oder neue Songs bis dann. Nein, also ich meine, es läuft bei uns super gut. Mhm. Es läuft wirklich, man spürt, wie alles jetzt in diesem ganzen letzten Jahr mega angezogen hat und das Interesse hure gestiegen ist. Und auch Gagen steigen und alles. Es ist wirklich alles mega geil. Aber wenn ich sehe, wie viel Sicherheit andere haben in der Schweiz, es beundert mich im Fall kein bisschen. Mhm. Es lässt mich einfach kalt. Mir ist Geld auch ein bisschen egal. Mhm. Aber wenn ich einfach sehe, mit wie viel Sicherheit sich andere Menschen umgehen in diesem Land, gibt es schon manchmal eine halbe Midnight-Crisis, wo ich so denke, ich stehe schon noch weit oben auf dem Turm ohne Sicherheitsseil und Kump. Aber das ist geil. Das habe ich wirklich nicht. Weil eben, ich probiere mich in diesem Punkt wirklich mehr auf mich zu konzentrieren. Und dort merke ich, dort hat sich auch einiges da, seit etwa, keine Ahnung, vor 5 Jahren oder so. Weil ich habe jetzt mittlerweile eine richtige Buchhaltung, die ich selber führe. aber ich habe natürlich noch einen Buchhalter, wo mir dann hilft und so. Und das hilft auch mir, weil ich dann auf einmal sehe, also jetzt gerade, was haben wir jetzt, April 23, kann ich sagen, okay, ich weiß bis... irgendwie, keine Ahnung, Oktober, November 24. Das sollte okay sein. Ja.
Es passiert wieder irgendetwas Unvorhergesehbares. Ja, was aber bei allen so ist, also die Faktoren kannst du dir nicht davon einberechnen, sondern ich kann für meine Verhältnisse schon mega weit vorausschauen und sagen, da sind wir. Das ist meine Sicherheit, die sehr, sehr bescheiden ist. Gratulieren, weil, nein, das weil ist ich habe ich habe nicht die geile Wohnung oder das Häusli gekauft, weißt? Sondern ich habe einfach eine nice Wohnung, wo ich Freude habe. Ja, also. Aber es ist klein. Ja. Es kommt nicht auf Grösse, du weißt. Richtig, richtig. Sondern darauf, was man damit macht. Richtig, weil ich auch gemerkt habe, ich meine, du hast meine alte Wohnung gesehen, wo schon deutlich grösser gesehen ist und so. Und man würde jetzt sagen, auch der ein oder andere Luxusaspekt hat. Aber ich glaube, ich habe das Thomas gesagt. Der Effekt von ich kriege die Türen nicht richtig zu bei meinem WC ist der gleiche wie Scheiße, wieso geht jetzt beim Ofen wieder der komische Touchscreen-Knopf nicht? Also weißt du, wie ich meine? Ich finde Touchscreen bei Küchengeräten sowieso ganz schwierig. Wirklich ganz schwierig. Es ist ein Luxusproblem. Es ist ein Luxusproblem, ich muss es gleich schnell einwerfen. Wer hat jemals im Leben entschieden, dass die Dinge, die man früher gehört, ich weiss, für Kinder ist es schlecht, wie Kinder das können bedienen und Touchscreens können bedienen, verstehe ich. Aber da hätte man sich ja etwas anderes einfallen lassen als Touchscreen, wo dann aber mit fettigen Fingern nicht funktioniert und wenn das ist, nicht funktioniert und du kommst am Schluss bist du am Kochen und es geht nicht und stellt nicht ab oder stellt nicht an. Ja. Drei komplett durch. Ich habe eben jetzt zum Beispiel in meiner crappy kleinen Wohnung habe ich Induktion, wo du drehst. Wie geil ist das denn? Ja, das ist echt geil. Ja. Das heisst, ich muss eben nicht rumtatschen, sondern ich drehe wirklich auf 6 und dann ist es 6. Voilà. Finde ich super. Ja, finde ich geil. Bin ich neidisch. Da habe ich aber schon Freude. Ja. Aber ich habe natürlich nicht mehr den geilen Abzug, wo irgendwie alles so in die Mitte runterzieht. Aber es ist einfach egal. Es ist einfach egal. Ja, ist egal. Yeah. Wir haben, was denkst du, wie lange haben wir? Ja, du schaust. Ich starte, wie lange wir drehen. Ja. Eins. Die Lyrics offen von Liebe passiert, das ist schon krass. Ja, das sollte ich hätte. Ich glaube, irgendwann hat er noch Super Mario gespielt. Hat irgendwann so einfach so bling. Was ist das gewesen? irgendwann hat er die Lyrics für gehört. Ja. Ich habe darüber geredet, ja. Yes. Eine Dreiviertelstunde. Ja. Und ich nie weiß, sagen wir eine Dreiviertelstunde oder sieben Viertelstunde? Das habe ich noch nie gehört, sieben Viertelstunde. Aber schon geil. Aber alle Leute, was, wie viel? Ganz, ganz schwierig. Vor allem ist es ja dann 7/8 von 2 Stunden. Mhm. Dann kannst du die Leute komplett wahnsinnig machen. Wie viel haben wir? 7/8 von 2 Stunden. Apropos Zeitangabe, es hat ja im Song Liebe passiert, wo du gerade offen hast, ja. hat es Ziele drin, außer die nächste Stunde. Wir haben nichts mehr, wo wir teilen. Außer die nächste Stunde. Ja. Und das tue ich live immer anpassen an die Zeitlänge. Weil es kommt am Anfang von der Show und es ist noch geil zu sagen, wir haben nichts, was wir teilen, außer die nächsten zwei Stunden. Ja. Und das Problem ist aber, sobald es irgendwie etwas anderes ist als 1 oder 2 Stunden, wird es silbermäßig so gestört. Außer die nächsten 1,5 Stunden zum Beispiel. Oder eben, außer die nächsten 1/3 Stunde, was ich nicht würde sagen. Aber du sagst, vorher ist Kunst, also könntest du ja eigentlich... Ja, okay, eine Minute ist dann schon ein bisschen blöd. Nein, Minuten geht es aber nicht. Also die nächsten 90 Minuten, weißt du, auch dumm, das machst du irgendwie auch nicht. Ja. Oder du machst dann halt, außer die nächsten 90 Minuten da in Herzogenbuchsee! Im Kreuzkeller! Was übrigens sehr geil war. Das glaube ich. Ich spiele nach wie vor sehr gerne kleine Shows. Ja. Ja, das liebe ich. Also, 1/4 Stunde, bist du zufrieden? Ist das lang oder kurz? Nein, das ist sehr lang. Ist wirklich? Ja. Ja. Also wir machen immer lang, aber das ist sehr lang gewesen. Ja. Hast du jetzt das Gefühl gehabt, du bist nicht mehr so ernst gesehen? Ich habe ein sehr angeregtes Gespräch gefunden. Ich auch. Und nicht so ernst, also hat einen tiefen Teil gehabt. Ja. Aber mit einem guten Spirit, so mega. Insgesamt, gell? Mega. Für das wir beide hure wenig gepennt haben. Wahrscheinlich wegen dem. Ja. Wahrscheinlich ist es wegen dem der Spirit. Ich habe am 8. Sitzung gehabt in Zürich, das ist noch meine Erklärung. Okay. Und bin aber schon am 7. da gewesen. Sprich, ich bin um 5:30 zu Bern auf dem Zug. Oh mein Gott. Ja, 4:37 hat der Wecker gelöst. Hast du sonst immer etwa die gleiche Zeit, wo du aufstehst? Ich schlafe einfach zwischen 6 und 9 am Morgen sehr gut. Mhm. Also sprich, ich stehe meistens bis nach 9 Uhr auf. Mhm. Weil ich schaffe auch, das ist dann quasi die Gegenseite, ich schaffe nach der Nacht extrem
gut. Mhm. Also ich arbeite oft lang und penne so bis um 9 Uhr. Also zwischen 6 und 9 penne ich wie ein Gott. Mhm. Der Penngott. Und bin auch sehr erholt nachher. Also heute bin ich überhaupt nicht erholt. Ja. Aber jetzt gehe ich auf Zermatt, heute Abend bei den Tochter anplagt. Geil. Passenger am Donnerstag. Mhm. Kann man auch schauen. Mega geil. Spielen die? Nein. Gehst du auf schauen? Ja. Ich bin immer noch ein grosser Musikfan. Ja. Gerne Konzerte, ja. Ja. Sehr schön. Yes. Ja, ich freue mich jetzt auch. Ich habe jetzt auch so ein paar Comedy-Events, die ich schaue. Auch geil. Also, weißt du, wirklich, hure wichtig auch. Ja. Wo du wirklich so merkst, ah, ich bin immer noch so ein Comedy-Fan. Mhm. Das ist immer noch das Gleiche. Sehr gut. Hey, in dem Fall, vielen, vielen Dank, bist du da gewesen. Danke fürs schöne Gespräch. Ist mir eine Freude. Und, du kommst eh 40 Mal wieder. Das ist gar keine Diskussion. Was habe ich jetzt gesagt? Mache ich, wenn ich das 40 Mal wiederkomme? Ich habe es vergessen. Ich muss dann nachhören. Irgendetwas habe ich gesagt. Du erzählst mir dann irgendetwas. Aber ja, ich weiß. Ah, genau, wie Bern. Ah, nein, wie Bern so ist. Ja. Also, gut. Alles Liebe. Weiterhin viel Erfolg. Danke, Christoph. Danke, Sandro. Danke euch. Mach es gut. Bis bald. Peace.